This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home. We show up. We show up. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party. 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 Yo, moin Leute, herzlich willkommen zu den Vapor Friends, heute mal wieder in der nach müde kommt doof Edition und ich habe gerade extra leise gemacht, damit ich Tristan nicht lachen höre, den ihr noch nicht hört, aber den ihr nach Tristan lacht nochmal für mich, jetzt hört. Ja, wie ihr seht, ich habe hier auch schon ein, zwei Invalide im Stream, sogar drei gerade. Der Bossi, der ist ein bisschen bewegungskarg, der kommt aber hoffentlich gleich wieder. Der Christian, der guckt auch ein bisschen Invalide auf dem Bildschirm und der JD, der grinst noch ganz nett, aber bewegt sich irgendwie auch nicht. Also gerade sind wir zu viert, der Tobi ist da auch dabei. Und ja, freue mich heute auf einen coolen Abend mit euch und sag mal, wer ist oben? Wer ist oben und lebt gerade? Der Tobi. Hallo Tobi, wie geht's dir heute? Da hast du mich jetzt kalt erwischt, ich hatte den Zaun noch gemutet. Ja, im Groben und Ganzen, den Tag habe ich überstanden bis jetzt, freue mich auf einen geilen Abend, so richtig schön chillig nochmal entspannen und lustige, geile Themen, ein paar Fragen beantwortet, wenn ihr die haben sollt, aber auf jeden Fall auf einen lustigen und chilligen Abend mit euch zusammen. Ja, und gebe auch mal direkt weiter an Morpheus. Jo, Vaporfans, Teil 28, herzlich willkommen zum Livestream hier beim Guru auf dem Kanal, Untiefen der Unterwelt werden sich auftun. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Show. Sind noch nicht alle da, ein paar kommen nicht, ein paar kommen nach. Viel Spaß und somit gebe ich weiter zum Tristan. Oh, warte, ich muss noch ganz kurz die Warte. Tristan, wir sind live. Was denn? Hallo. Ja, ach nein, ehrlich, erzähl keinen Mist. Ja, wie gesagt, guten Tag. Raphael hat es ganz passend gesagt, nach müde kommt doof und ich bin schon weit über den Status müde hinaus. Also heute habe ich eigentlich mehr oder weniger gearbeitet und gestoffwechselt. Mehr gab es heute nicht. Und schauen wir mal, was heute so geht, was noch alles kommt. Raphael, ich habe den Faden verloren. Das macht nichts. Ich weiß nicht. Ich finde mein Liquid nicht. Ich hätte jetzt gesagt, sollen wir schon starten mit was gibt's Neues oder sollen wir vielleicht noch warten, bis ein, zwei Leute dabei sind und jetzt, wo wir noch nicht ganz so viele Leute im Chat sind, vielleicht schon mal die ein oder andere Frage beantworten, zum Beispiel einen, die ich gerade gesehen habe, wo ist Kollege Nummer 2? Kollege Nummer 2 ist heute in der Heimat. Und deswegen heute leider nicht dabei, aber ich sag mal zumindest die ihr alle gerade noch seht. Auch wenn die sich noch nicht bewegen, ich tau die gleich auf. Also die kommen. Er ist in so einem Herzen dabei. Ja, das sowieso immer, der liebe Wolfi. Ja.
Ja, 110 Leute. Was gibt's Neues? Ja, ach guck mal, da habe ich den ersten schon wieder belebt. Jetzt muss er nur noch seinen Weichzeichner wieder ausmachen. Das ist unglaublich, was hier los ist. Ich packe nicht. Was ist denn hier los? Ich packe nicht. Woran hat es denn hier liegen? Ja genau, Gewitter. Neues. In Düsseldorf. Hä? Gewitter? Neues. Ach, Leute. Ach ja. Nein, Technikfehler sind es heute eigentlich gar nicht, außer beim Bossi, da hat es sich gerade irgendwie verabschiedet. Die anderen kommen gleich mit dazu. Nur aufgrund der Tatsache, jetzt erster Stream seit langem wieder mit der neuen, der über NDI läuft, habe ich schon mal alle Quellen mit reingepackt. Und deswegen sehen wir gleich den Christian nicht aufploppen, sondern ihr müsst genau darauf achten, irgendwann fängt er einfach an, sich zu bewegen und dann habt ihr nur noch ein paar Sekunden Zeit zu sprechen. Wollte ich gerade sagen, irgendwann rastet er einfach herbe aus. Ja, gut, ich würde sagen, jetzt haben wir schon mal 5. Sollen wir dann vielleicht doch schon mal starten? Bossi hat auch noch nichts gesagt, deswegen hallo lieber Bossi. Hallo! Hallo ihr lieben Vaporfriends, hallo! Hallo, ich bin jetzt wieder dabei diese Woche. Letzte Woche war ich auf einer Schulung, die bis sehr, sehr spät ging. Hatte immer so in den Dampferpausen, früher ist ja Raucherpause, in den Dampferpausen immer mal so aufs Handy geluckt, was ihr da so treibt. Aber alles gut und ja, und freue mich, heute Abend wieder dabei zu sein. Jo, und gibt's bei dir was Neues? Ja, mein Hund hatte vorgestern Geburtstag. Achso, ihr meint. Ja, nee, das war okay. Erzähl ruhig weiter. Wie geht's ihm denn so? Fühlt er sich jung? Ist er noch mit? Ja? Er ist jetzt 6 Jahre alt und alles. Ja, dann ist in Ordnung. Dann ist gut. Das hört man gerne. So, dampfertechnisch gibt es keine neuen Geräte. Ich habe tatsächlich seit langem mal wieder welche bestellt. Da warte ich drauf und wenn die da sind, dann werde ich mal damit um die Ecke kommen. Okay. Hier in Deutschland bestellt oder aus Fernost? Fernost. Aus so ganz hinten rum. Okay. Ja, genau. Nordost-Nord-Norwegen. Genau, Nordost-Nord-Norwegen. Nordost-Nord-Norwegen. Genau. So. Lieber Tobi. Ja, diese Woche habe ich nicht ganz so viel Neues, außer, und da freut sich gleich einer hier in der Gruppe, wenn ich das in die Kamera halte. Yeah! Beziehungsweise habe ich ja alle 4 schon da irgendwo bei meinem Kopf stehen. Also da. Aber das habe ich heute wirklich angefangen zu dampfen. Und ich muss echt sagen, danke, Bossi, dass du mich überzeugt hast, das doch zu holen. Auch wenn da Milch drin ist, ich finde es geil. Das ist nämlich genau dieses Milchige, was du gar nicht so als Milch interpretierst, sondern ich schmecke das Ganze eher so als so ein, ja, wie heißen sie nochmal? Hatten wir eben schon gesagt, Calippo, glaube ich. Also dieses Eis, was innen weiß ist und außen nochmal so eine Orangenschicht drumherum. Und genauso schmeckt das meiner Meinung nach. Jetzt zumindest nach einer Woche reifen. Das freut mich. Also saugeil, hast dich selbst übertroffen. Eine Woche reifen, habe ich das überhaupt richtig gemacht? Nicht, dass du sagst, oh, die müssen sowieso mindestens 4 Wochen stehen. Nee, eine Woche ist schon okay. Eigentlich kann man sie sofort dampfen, nur bei der Nummer 3. Da ist ja das cremige... Das genau. Kommt dann besser zur Geltung, wenn man es ein bisschen stehen lässt. Und das ist auch wirklich so, wenn man hochohmig dampft, dann verschwindet die Milch ein klein wenig. Das ist so. Und je niedriger ohmig man dampft, umso mehr kommt die Milch dann zur Geltung. Bei der 1 ist es halt die Vanille. Die braucht natürlich dann auch ein paar Tage mehr. Das ist halt so. Und bei dem Keks ja ähnlich. Ne? Genau, also... Also Nummer 1 und 4, ne? Genau. Lasse ich auch noch ein 2-3 Wochen stehen. Die Nummer 2 kannst du eigentlich direkt dampfen. Das ist ja halt eben die Mango mit der Black Currant. Die zieht direkt durch, ja. Guru und Chatsongs, wir sind alle zu leise, bis auf dich. Ja, ich habe es schon höher gedreht, deswegen hatte ich gerade schon nachgefragt, ob der Ton jetzt besser ist. Okay. Zumindest pegelt ihr jetzt alle ungefähr gleich mit mir, deswegen... Redet einfach mal weiter und dann warten wir mal auf die Reaktion des Chats. Und oh, guck mal, wer hat sich denn gerade da dazugeschlichen und ist aufgewacht? Ha, der Schädi. Der Schwob. Der Schwob. Der Schwab ist auch da. Servus. Cool, kann ich ja wieder meine Schwabenwitze machen. Sehr gut. Ja, ich muss weg. Tschö. Ach Gott.
Ach ja. Ja, aber ich bin halt etwas erkältet, also ich warte halt ganz so viel Rede. Okay. Also schwäbisch sparsam im Reden. Ja. Typisch. Okay, da war er. Ja. Und bin halt geizig. Ja. Sehr stark und sehr. Aber es muss auch mal sein. Die Worte, die er heute spart, benutzt er dann morgen auf der Arbeit wieder. Ja. Auch gut. Ja. Ich weiß auch nicht so richtig, auch wenn mein Chef jetzt wieder zuguckt, ich versuche schon seit Ewigkeiten mal wieder krank zu werden, aber ich schaff's einfach nicht mehr, seitdem ich dampfe. Oh ja, ey. Schönen Gruß an der Stelle. Ja, schönen lieben Gruß an dich. Schon wieder, keine Ahnung, nein, ich versuch's natürlich nicht, aber mir ist halt wirklich aufgefallen, seitdem ich dampfe, das letzte Mal krank war ich vor knapp über 2 Jahren und das auch nur 1,5 Tage mit Halsschmerzen. Vielleicht habe ich da auch einfach nur hart zu viel gedampft. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder? Ja, also ähnlich muss ich sagen, weil bei mir ist das, ich habe schon immer leichte Probleme mit der Lunge gehabt. Dementsprechend hatte ich im Winter als Raucher immer 4 bis 6 Wochen lang einen Husten. Und seitdem ich dampfe, ist das ein ganzes Stück besser geworden. Ich kriege zwar immer noch eine Erkältung, also es ist jetzt nicht wirklich krank, aber von der Lunge her merke ich das schon. Das ist jetzt nach 1 bis 2 Wochen ist meistens wieder komplett auskuriert und mir geht es wieder gut. Und wie gesagt, damals habe ich doppelt bis dreifach so lange dran gesessen. Und dieses Jahr war ich wohl relativ häufig krank, aber das müssen wir mal ausklammern, weil der eine oder andere weiß ja, ich habe Nachwuchs und wir haben uns gegenseitig die ganze Zeit angesteckt und jetzt fangen wir so langsam an, jetzt sind wir beide so ein bisschen gesund und jetzt endlich kann der Sommer kommen. Ja. Okay, mich hat's ja Jans kocht, dass ich jetzt weniger krank bin, seitdem bin ich jetzt Dampfer da, aber die Erkältung, die hat mir trotzdem voll erwischt. Das hat damit nichts zu tun, weil mich hat's einfach direkt zu Heiligabend aus dem Leben geschossen. Ja. Aber komplett, über Heiligabend, über die ganzen Feiertage, bis Neujahr eigentlich tot, eigentlich nur bettlägerig. Ich habe einfach, wie Kiwi jetzt sagen würde, ich habe mich schon mal mit feuchter Erde eingerieben, um mal zu gucken, wie das Gefühl ist. Ja, war wirklich ganz schlimm. Er hatte, das war schon nicht mehr Männergrippe, das war schon noch eine ganze Stufe drauf. Also wir können echt von Glück reden, dass der heute hier bei uns sitzt. Das war wirklich schlimm. Okay. Mhm. War schon recht ekelhaft. Das war nicht schön. Wollt dazu gerade noch irgendwer was sagen? Ansonsten hatte ich gerade, glaube ich, hart die Runde unterbrochen. Was gibt es Neues? Zu Verkühlungen und so weiter, Atemwegserkrankungen oder Entzündungen habe ich eigentlich das erste Jahr noch beim Rauchstopp, sage ich jetzt einmal, habe ich reine Selbstreinigung noch miterlebt, aber eigentlich seitdem keine Atemwegserkrankungen mehr. Früher habe ich gute 3-4 Mal im Jahr irgendwie Sinusitis maxillaris und wie das heißt, also so Entzündung der oberen Atemwege, aber ist eigentlich seit gut 5 Jahren, das ist eine Geschichte, sage ich jetzt mal. Also Husten. Ja, ist mega, ne? Seitenstrangangina und solche Sachen. Sag was? Auch auf Gefahr, dass ich die Runde jetzt total crash, aber da sagt Morpheus was Interessantes. Habt ihr denn auch was von dieser Rauchentwöhnung miterlebt? Man hört ja, wenn man aufs Dampfen umsteigt, dass das ganz oder einige ziemlich hart erwischt, richtig mit grippeähnlichen Symptomen. Ich hatte da Glück, halt ein bisschen Husten, ein bisschen Unwohlsein, das war's schon bei mir. Zahnfleischbluten habe ich gehabt, öfters Nasenbluten, aber auch nicht lang. Also das war nur sporadisch und hat dann eigentlich auch recht schnell aufgehört gehabt. Okay, also bei mir ist es einfach spurlos vorbeigegangen. Bei mir auch. Ich habe auch nichts gespürt. Ah, top. Ich habe das direkt auch nicht. Also Raphael, ist klar, dass wir nichts gespürt haben. Wir waren schon tot, innerlich. Bei mir hat sich das war's. Als ich also umgestiegen bin, hat sich nach 3-4 Wochen ein Virus eingeschlichen. Aber ich glaube, da ist kein Dampfer vorgefeit, der HWV-Virus. Aber ansonsten war alles gut. Ja. Also der Konsens von dem, was ich gerade so im Chat lese, ist auch mehr oder weniger ja. Das Immunsystem ist halt einfach nicht mehr so belastet und deswegen merken vermutlich viele Leute, dass sie nicht mehr ganz so schnell krank werden.
Das glaube ich direkt. Ja, und Zahnfleischbluten kann sogar wirklich eine Nebenwirkung sein, mehr oder weniger, weil durch das Rauchen das Zahnfleisch schlechter durchblutet ist und wenn man dann anfängt zu dampfen, die Durchblutung wieder beginnt und alles, was dann irgendwie vorher gereizt ist oder gereizt wird durch irgendwas, fängt halt eben schneller an zu bluten, weil überhaupt Blut da ist, was rauskommen kann. Und jetzt... Okay. Oh, ich glaube, wir haben wieder einen Stunt JD. Ja. Ja. Naja. Heute läuft's richtig gut. Wie immer. Ja, ja. Ja, aber die Technik steht, das ist ja schon mal etwas. Toi, 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 sag nicht zu früh. Jo. Hey, wir streamen schon, warte, 18 Minuten? 20 ja. Minuten, ja. 20 Minuten, ja, alles läuft. Und 163 Zuschauer, yeah. Yeah. Wo ist die Katze? Ja, da ist die Katze. Weil die nicht bei 100, 200. Ja, die kann immer zwischendurch mal kommen. Das passt schon. So, ich finde diese Katze mega. Ich finde die auch mega. Ja. Irgendwann muss da auch eine V2 geben. Das muss eine Steigerung bekommen. Irgendwas. 17,05 Tonne, die sehen wir noch in Wien draußen, oder? Sendungen verteilt. Achso, das war jetzt ein interner. Okay. Jo. Guti, ansonsten hätte ich gesagt, machen wir vielleicht weiter mit der Runde. JD wäre der Nächste, aber JD hat sich auch gerade verabschiedet. Was ist hier los heute? So. Dann wäre die tanzende Katze als Nächste, aber ich glaube, die hat nichts Neues. Dann nehmen wir doch den Morphi. Was habe ich Neues? Den Mesh oder den Profile Unity Tank habe ich. Ja, bin ich sehr zufrieden damit. Gutes Honeycomb Mesh Plate Tanksystem. Schmeckt gut und dampft gut. Was habe ich noch? Ich habe den DotMod MTL RTA, der ist jetzt leer momentan, muss ich nachfüllen. Bin ich auch sehr zufrieden damit. Finde ich persönlich besser als den Kaifun Light 2019. Der sah aber jetzt gerade sogar genauso aus wie der Kaifun Light mit der Kuppel. Also mit der Cap. Naja, es gibt ja. Für den Kaifun Light gibt es genau so eine. Jo. Weiß ich. Naja, gut, ja, die Verdampferkammer selber, der Tank ist so konisch zulaufend oder gewölbt, sagen wir so. Kaifun ist ja gerades Glas, glaube ich. Ne? Ja. Einziger Nachteil, den er hat, das Triptip ist geschraubt. Also man kann da kein eigenes Triptip verwenden oder so, weil das Triptip mit der Verdampferkammer selbst verschraubt ist und die Tanksektion ist nur draufgesteckt. Ja, ich müsste mal schauen, ob eventuell das Triptip von der, wie jetzt geheißen, Erlkönigin passt, weil das hat auch ein Innengewinde. Ich müsste mal schauen, ob das passt. Wie findest du das Triptip? Mir scheint das sehr kurz. Ich habe es selbst noch nicht ausprobieren können. Es ist ein MTL-Verdampfer, also eh nicht für hohe Leistungen. Ausgelegt, gedampft mit 22 Watt bei 0,52 Ohm. Ich habe da kein Kondensat oder so irgendwas, was ich immer hochziehe. Fühlt sich ein bisschen wie ein Nippel an im Mund. Ja, das meine ich nämlich. Ist jetzt nicht unangenehm, sagen wir so. Geschmackstechnisch finde ich ihn super. Unten an der Base, der Ring selbst ist für die Airflow mehr oder weniger zum Drehen auf und zu. Ne? Bin ich sehr zufrieden damit. Also, und für das Geld, 60 Euro kostet das Ding, macht man eigentlich nichts falsch. Was habe ich noch bekommen? Darf ich noch eine Zwischenfrage an dich stellen, Moafolz? Ja, bitte. Die Airflow, magst du die nochmal zeigen? Weil ich habe das nicht kapiert bis jetzt. Die ist ja versteckt hinter den Ring, aber ich... Wo ziehst du denn dann die Luft rein? Ich habe nur Bilder gesehen, ich konnte sie noch nicht in der Hand halten. Die Luft zieht da von unten da. Ach, da. Also zwischen den äußeren Ringen und dem Deck oder der Base ist ein Spalt und dort zieht er die Luft vorbei. Ah, okay, danke dir. Das muss ich nehmen. Relativ oldschool. Jo. Da gab es doch schon mal so einen Verdampfer. Welcher war das denn? Der Melo. Melo 3. Der hat auch so einen Ring gehabt, ne? Genau, der hat auch so einen Verdeckungsring gehabt. Dann hast du es nur durch diesen Schlitz gedreht. Ach, guck mal an, wer wieder da ist.
Aber ich glaube, der Morphy. Aber der Morphy ist wie in gewohnter Weise noch lange nicht fertig mit dem, was er alles Neues hat. Dann habe ich den Zeus X bekommen, in dreifacher Ausführung, und einen Elfander habe ich auch in 21.700. Ein bisschen unförmig, die Kombi. Habt ihr jetzt einfach draufgeschraubt, damit ihr ihn testen habt können. Einfach, bin ich sehr zufrieden damit. Was man jetzt so sagen kann in 2 Stunden. Zeus X habe ich schon länger im Einsatz, jetzt gute 2 Wochen. Ich habe den Zeus Dual selbst nicht, habe aber schon dampfen dürfen bei meinen Arbeitskollegen. Den Single Zeus habe ich. Ich finde den Zeus X besser oder am besten von alle drei. Wird sicher auch ein Video geben dazu. Dauert aber ein bisschen. Also insgesamt habe ich 3 Stück davon. Schauen wir mal, was sich da ergibt. Ansonsten. Was ist? Eins wüsste ich noch. Eins wüsstest du noch, ja. Ich auch. Der Vapor Giant V6S. Ich habe ihn heute in der Hand gehabt und dann habe ich geguckt und habe gedacht, sollst du das tun? Und dann habe ich ihn wieder zurückgestellt und habe mir gedacht, nee. Ist mehr oder weniger jetzt nur Leihgabe, weil der Toni, habe ich gebeten, dass er mir einen bei InTaste kauft in Wien draußen, weil bei uns im Rest Österreichs gibt es ja keinen. Das ist eine Leihgabe, bis Toni seiner ankommt. Der hätte heute eigentlich kommen sollen, wahrscheinlich wieder morgen erst ankommen. Was ich sagen kann zum Vapor Giant ist natürlich für mich persönlich bis jetzt der beste Vapor Giant von alle. Ja. Mit dem Extreme ziemlich gleich. Der Extreme ist wirklich auf Leistung und Durchzug ausgelegt, aber von der Ingenieursarbeit, von der Verarbeitung her, von der Funktionalität her, vom Füllvolumen, Geschmack, Dampfentwicklung finde ich im besten Vapor Giant bisher. Haben sie viel dazugelernt, sagen wir so. Ja, wobei ich sagen muss, oben das Füllsystem, das ist ja quasi wie so eine Liquidflasche, das heißt, ich muss den äußeren Ring runterdrücken und dann kann ich ihn aufdrehen. Ich finde, es fühlt sich billig an. Es ist nicht so wertig, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht. Das fand ich nicht so toll. Und das war unabgesprochen. Weil ähnlich geht's mir auch. Ich habe den auch schon in den Finger gehabt. Ich finde den auch super schick und super geil. Und habe auch schon gezuckt. Aber auch dieses Verschlusssystem ist zwar mit Sicherheit sinnvoll und sollte irgendwann wirklich mal eine Regelung kommen, dass die Dinger kindersicher sein müssen, wie auch immer das definiert wird, ist das ein richtig guter Schritt. Aber es ist gefühlt, es ist halt so ein bisschen wackelig. Ja, irgendwie nicht so. Ich finde die nett. Weiß nicht. So. Wie gesagt, trotzdem ein super Teil. Ne? Vielleicht ist es ja auch unterschiedlich von Gerät zu Gerät. Vielleicht hatten wir ja gerade ein Gerät, was halt einfach nicht so. Vielleicht ist die Topcap nicht richtig verschraubt gewesen. Die kann man nämlich verschrauben noch extra. Ne? Vielleicht ist es nicht richtig verschraubt gewesen. Dann kann es schon sein, dass es ein bisschen wabbelig ist oder wackelig ist. Das könnte sein. Ich finde, der funktioniert spitze. Also, und ja, manche Leute. Also, ich habe ja das Ultim-Tankglas mehr oder weniger drauf. Ich habe da fast eine Rohrzange gebraucht, bis ich das trennen habe können voneinander irgendwie. Das ist scheinbar so verklebt gewesen oder weil es so trocken war, da war es so schwer zum Aufschrauben gewesen. Also mit dem Tool, das dabei ist, war da nichts. Ich musste da wirklich mit Gummihandschuhe und Spitzzange aufdrehen, dass ich das überhaupt auseinanderkriege. Ja, ist jetzt nicht der große Deal, sage ich jetzt einmal, aber also von der Funktionalität her funktioniert das spitze. Also drücken, dann kann man die Liquid Control auf- und zudrehen. Die hat dann einen Anschlag, mehr oder weniger, und dann kann man den Tank aufmachen, wenn man nicht von der Box runterdreht. Okay, also, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, deswegen ist es ja so wabbelig in Anführungsstrichen, weil es halt eben dieses Verschlusssystem hat. Ja, also wie gesagt, das ist ja Feder unterhalb drin, unter der Topcap, und da ist es oben ein Sternring. Aber gut, das kann sein, unserer war direkt out of the box. Wir haben da jetzt nicht dran rumgeschraubt oder irgendwas, sondern einfach nur mal geguckt. Wenn man er dreht sich ja leer durch, zum Beispiel, wenn man ihn nicht drückt, ne? Das dreht sich alles leer durch, wenn man dann wirklich drückt, dann dreht sich die Airflow wieder komplett auf und ja, man kann verriegeln und dann kann man durch Drücken mehr oder weniger kann man dann die Liquid Control einstellen. Ne? Und,
funktioniert. Und mit Ultem Tank 7 Milliliter, ja, ist schon mal eine. Und geschmacklich? Spitze. Also, ich habe jetzt alle Schrauben offen. Man kann ja unten 6 Schrauben oder 6 Airflow-Löcher, wenn man will, verschließen. Hätten es besser Gewindestifte mit innen 6 Kant genommen. Das ist wesentlich einfacher zum Verbauen als eine Schlitzschraube. Also ja, ist halt extrem fummelig, die Schrauben dort reinzuschrauben, weil ja, so ein Gewindestift ist nicht unbedingt groß und muss dann im Deck verschrauben. Innen 6 Kant wäre besser gewesen, ne? Draufstecken und dann reindrehen. Tobi, du hast massive Kameraprobleme. Ja, bei Tobi ist gerade Disco. Flimmern! Ist Tobi eigentlich da? Ja, ich bin noch da. Okay, ich bin auch sofort wieder da. Dann bis gleich. Jo. Ciao. Entschuldigung. Ja. Ich sag ja, heute läuft's einfach, ne? Heute ist richtig gut. Hauptsache, ihr seid da und wir sind da, soweit es geht. Der April, der macht, was er will. Ja. Das Ski fließt uns aus den Fingerspitzen. Im Chat fragen sie auch verschleißanfällig. Also man braucht die wirklich nur, wenn man die Liquid Control zum Beispiel zumacht, da kommt auch nicht viel Kraft drauf. Wenn man den Tank aufschraubt, dann ist es sowieso ein Anschlag, man kann es nicht überdrehen und dann muss man den Tank halten und dann kann man die Topcap aufdrehen. Es ist ja oben ein Stern drinnen und das rastet auch nur in dem Stern ein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da draußen so viel Kraft hat, dass er Edelstahl mit seinen 2 Finger oder 3 Finger so verformen kann, dass sie das selbst zu schleißen anfängt. Also ich bezweifle es. Außer man arbeitet da mit der Rohrzange oder so herum, ja, aber ist nicht notwendig. Also, okay. Nachdem das der S ist, wird sicher M auch kommen. Was sie auf jeden Fall noch besser machen könnten, ist nach wie vor immer wieder die Liquid Control. Man sieht hier, man hat ja 3 mm Abstand zum untersten Punkt des Decks, ist jetzt beim 23 mm nicht so tragisch. 25 mm würde auch noch gehen. Wenn das aber large, also 30 mm oder 32,5 mm wird, dann hat man doch gute 2 Milliliter unten, die man eigentlich nicht wegdampfen kann, weil die Liquid Control einfach 3 mm weg vom tiefsten Punkt der Base ist. Mhm. Ich sage mal, die 23 mm geht es noch und da ist der Abstand zwischen Verdampferkammer und Tank nicht so groß, aber ja, ich weiß nicht, warum sie es nicht ein bisschen tiefer ziehen. Aber im Großen und Ganzen, er schmeckt gut, er dampft ausgezeichnet, er schmeckt auch ausgezeichnet und ja, 7 Milliliter passt. Größten Kritikpunkt, den ich habe, ist der Airflow-Ring. Der ist extrem locker, also den, wie gesagt, falls der sich noch ein bisschen mehr ausleiert, dann kann er den herumdrehen so. Er verstört sich jetzt nicht unbedingt. Also man hat den Verdampfer nicht permanent bei der Airflow-Control irgendwo in der Arbeit, sondern hat den drauf, stellt den ein und dampft dann damit. Aber es ist halt extrem loose, der Airflow-Ring. Wie viel Milliliter fest her? Bitte? Wie viel Milliliter fest her? Mit dem Ultem-Tank 7 Milliliter, mit dem Glas-Tank 5,5 Milliliter. Und eine Frage, die gerade aus dem... Ja, genau. Genau, Frage, die gerade aus dem Chat kam, was mich auch interessieren würde, weil ich habe ihn ja auch noch nicht gedampft, sondern nur in der Hand gehabt, ist die Airflow offener als beim Fünfer? Würde ich definitiv nein sagen. Warte mal, ich habe da den ME neben mir liegen, oder stehen, sagen wir so. Ich muss den kurz rausschrauben, da aus dem Stand. Und der Vaporjain kostet an die 100 Euro, ne? 100, 110? 110, ja. 109 Euro, weil der Motor verfragte, ja. Ich finde, er ist ein Ticken offener sogar als der V5. Das wäre gut. Also würde mir persönlich gefallen. Also, aber wirklich minimal, man merkt. Also, solange es kein Whistle-Kit braucht, ist das halt in Ordnung. Also ich habe in allen Airflow-Einstellungen probiert, da pfeift nichts. Das ist gut. Er ist wirklich ein Hauch offener als der 5er, finde ich. Okay, würde mir im Zweifelsfall gefallen, weil ich habe meinen ja auch hier auch noch zu stehen, den 5er. Und selbst ganz offen, ja, so ein Ticken ja, mehr wäre schöner, weil man kriegt eigentlich ja relativ große Coils da rein. In denen jetzt schätze ich mal auch relativ große Coils, ansonsten würde der Morphe hätte schon gemeckert. Weil der mag ja auch Bigger is Better, ne?
Boah. Ja, aber jetzt wird das Ding aber auch langsam interessant für mich, weil, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, den Fünfer habe ich mir einfach nur gekauft wegen der Seriennummer. Das hatte keinen tieferen Sinn. Es war einfach nur die Seriennummer. Da habe ich gesagt, okay, ja, muss ich haben. Ja, und der steht hier und der sieht gut aus. Wenn ich so von hier rüber gucke, sieht der eigentlich ganz gut aus. Hm. Sind halt nie so wirklich warm geworden miteinander, deswegen. Hallo Spike. Naja. Morphy? Ja. Deine Katze ist gefragt, wir sind über 200, bitte. Yeah, 200 Zuschauer. Ja. Da fliegt die Katze. Ja, die Pubertät. Hey, da kommt sogar das Madel. Das Madel. Das schwäbische Madel. Hey, der Daus. Jetzt tanzen aber die Puppen und die Katzen hier. Hey, der Daus. Ach Gott, was geht jetzt beim JD ab da? Hoppala. Oh, können wir wieder ausmachen? Sind bei 199. Schade eigentlich. Immer diese Katzenhasser. Oh, ja, sie macht es wirklich aus. Und wieder 200, ja? Ja, jetzt kannst du wieder anmachen. Ja, geil. Den super. Schnitzelwagen. Santa Maria. Ja, jetzt hatten wir ihn. Ja, sehr gut. Das hat man auch gehabt. Ah, sehr schön. Essie Morphy, warst du durch? Oder gibt es noch was Neues bei dir? Hauptsächlich ist letzte Mal schon gesehen, die Dampfbossi Liquids sind auch bei mir angekommen. Habe ich voriges Mal schon gedampft und nach wie vor das 2er und das 3er aktuell. Sehr lecker. Die anderen zwei lasse ich noch stehen ein wenig, aber ja. Sehr, sehr lecker. Wie gesagt, Bossi, wir haben eh schon geredet. Größtes Manko, die Flaschen. Ich hoffe, du stößt auf die Chubby Gorilla um 3.0. Das ist ja cool. Wir arbeiten dran. Das sind eigentlich nur für die Shortfills gedacht gewesen, mit dem Stoppel zum Runterdrehen unten. Nur wenn man da halt 100 Milliliter Base reinkippen muss, ist das ein bisschen. Ja, man kann ja oben die Spitze wegknicken. Und dann hast du ja ein kleines Löchli. Und dann kannst du mit einem Schraubenzieher oder mit so einfach so einen Klack machen und dann hast du Flaschen offen. Dann kannst du die Base reinkippen und das Ding oben wieder drauf. Ich habe schon gesagt, ich mache mal so ein Erklärvideo, aber nein, Quatsch. Es ist ganz, schon schwierig, das so zu öffnen, aber... Ganz ehrlich, das ist ein guter Tipp, weil ich habe meine mit dem Messer aufgemacht, wie ich das immer mache. Ich habe schon mit dem Messer aufgemacht, ja. Ja, auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Abgesehen davon habe ich auch gar nicht gecheckt, dass ich den Nuppel abdrehen kann. Guck mal, warte. Ja, jetzt, wo du es sagst, sehe ich auch das Gewinde halt auch. Und das kann man hier, also nicht drehen, sondern einfach nur knicken und raus. Na? Du kannst sie so rausnehmen. Okay. Na, so, jetzt kannst du hier ins Löchli reingehen, das Ding leicht anheben, kannst du rausnehmen und dann tust du das Ding einfach wieder draufstülpen und fertig. Tja, Raphael, aber hier würde einen Schritt voraus, wa? Ja, vielleicht solltest du doch mal eine Erklärung machen. Ja, genau. Für Raphael, bitte. Ich hatte mir ja vorgenommen, zu meinen Liquids kein eigenes Video zu machen, weil, weiß ich nicht, finde ich irgendwie doof. Aber wenn ich jetzt so ein Erklärvideo mache, ja, dann wäre es ja schon fast wieder Werbung für die eigene Sache. Naja, mal gucken. Ja, mein Gott. Ach, halt die jetzt für nicht ganz so schlimm. Ja. Mal schauen, ansonsten. Vielleicht kommt es noch. Ich bin, aber momentan habe ich unheimlich viel Zuwachs gekriegt an Material, was ich verarbeiten muss. Also sprich jetzt an Liquids. Hier der Lili Vape hat ja vier komplett neue Reihen gemacht. Das heißt neu, er hat alte Sachen neu aufgelebt, ein bisschen aufgefrischt, verändert. Hat das Layout komplett verändert. Die sehen jetzt sehr, sehr interessant aus, finde ich. Also aus meiner Sicht ist alles Geschmackssache, aber sieht jetzt sehr gut aus. Und da hat er mir die hier vorbeigebracht am Samstag. Und das Ganze zweimal, sprich, ich kann es jedes Mal nach dem Vorstellen dann auch wieder raushauen an die Community, inklusive einer Kaffeetasse und einem T-Shirt. Und das finde ich natürlich klasse, wenn so ein Hersteller dann eben nicht nur sagt, hier, mach mal für meine Produkte Werbung, sondern auch hier, hau mal was an die Community raus. Und das ist ja eigentlich dann auch mein erklärtes Ziel, nicht immer nur horten und hier alles taschenvoll, sondern auch raus an die... Weil ich kann das Zeug eh nicht all dampfen, was ich hier so bekomme. Und ich finde es dann sehr, sehr schade. Deswegen habe ich auch, jetzt mache ich doch Werbung in eigener Sache, beim letzten Video, was ich gestern Abend hochgesetzt habe, da habe ich ja Afex vorgestellt, Auktionen für einen guten Zweck. Dürfte ja der ein oder andere auch kennen. Und am Ende des Videos mache ich eine Versteigerung.
zugunsten von Apex und versteigert wird das ominöse Objekt von Bengjuice, was ja in den letzten Wochen so ein bisschen die Runde gemacht hat, nämlich der Tresor. Den habe ich ja auch bekommen, habe aber kein Video davon gemacht. Und ich habe mir dann, ja, dann komme ich halt von der Liste runter, Tristan. Kann ja, ich ja, also schäme ich doch was. Da kann ich ja mitnehmen. Aber ich versteige jetzt diesen Tresor für einen guten Zweck. Und wenn man den Tresor aufmacht, ist ja viel Platz. Also habe ich da eine Masse reingetan. Also vom Vape Street habe ich Sachen reingetan. Ich habe eine Dampfboss hier reingetan. Von den Roofies ein T-Shirt und ein Schlüsselband und eine Kaffeetasse. Und also das Ding ist schon mega voll. Mindestgebot jetzt nach 24 Stunden liegt bei 65 Euro. Von einem Abonnenten finde ich sehr, sehr klasse. Und ich bin mal gespannt, das läuft bis zum Freitag, den 12. um 23.59 Uhr. Wer da Höchstbietender ist, der kriegt das Paket von mir zugeschickt, überweist aber dann direkt an Apex, nicht an mich. Ich sponsor dann eben die Versandkosten. Ja, das ist so cool, da biete ich gleich mal mit. Ja, das ist ja. Ich habe mal ausprobiert, ob alles in den Tresor reinpasst, weil das war schon ziemlich viel. Habe ich, um ehrlich zu sein, nicht, aber wenn es nicht reinpasst, habe ich ja bestimmt einen Karton noch Platz und ich sage jetzt schon, dass ich das eine oder andere auch noch zusätzlich mit reinpacken werde in den Karton. Also würde mich freuen, wenn da ein guter Betrag beikommt, weil die Jungs opfern ihre Freizeit quasi für einen Zweck und das machen die jedes Wochenende. Ich finde, das hat auch wirklich Respekt verdient, zumindest von meiner Seite. Deswegen wollte ich mich auch mit dem Video für die Arbeit bedanken. Deshalb mache ich auch, habe ja auch die Liquids quasi von denen vorgestellt. Nicht im Detail, da wollte ich meinen subjektiven Eindruck jetzt nicht da reinmischen, weil es ja eben halt für einen guten Zweck ist. Also ich habe nur beschrieben, wonach sie schmecken sollen. Gut schmecken tun sie. Eins hat ja davon sogar auf der Pure Vape ein Award gekriegt. Also ne, kann man sich ja denken, dass die schon ganz gut sind. Ja, den Rest müssen wir dann gucken, wie es verläuft. Also ich bin ganz, ganz froh, dass schon zwei Leute geboten haben. Mit 65 Euro sind wir jetzt schon, ist schon ein guter Preis, aber ich denke, da geht noch mehr. Ja, wenn du willst, Bossi, kannst du auch gerne mal für das Video vielleicht gleich den Link in den Chat hauen. Dann können die Leute nachher mal gucken. Und weil ich finde, das ist eine coole Sache. Gerade für einen guten Zweck. Wer da Bock drauf hat, schaut einfach mal rein. Und wenn das cool findet, vielleicht ist der eine oder andere dabei, der vielleicht auch noch was dazu bietet. Mache ich gerne. Wenn ich denn da. Ja, du bist, ich weiß nicht, schreib mal was in den Chat. Falls du nicht sowieso schon Mod bist, bist du das dann gleich? Nee, ich bin noch kein Mod, aber ich kann ja mal schnell was schreiben. Ich schreibe mal Hallo, dann bin ich dabei. Hallo. 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 Und jetzt kannst du das gleich mal tun. Ich schreibe da mal klein Hallo hinterher. Oh Gott. Jetzt so viele Hallos hier. Hallo. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Morphy, wenn du auch noch willst, dann kannst du gleich. Falls ich bin Mod normalerweise. Du bist Mod? Ich weiß es nicht. Morphy ist Mod, ja. Ja. Morphy ist Mod. Okay, also da einmal der Link zu dem Video. Schaut euch das mal an und das für einen guten Zweck. Ist immer cool. Ist für einen guten Zweck. Würde mich freuen, wenn viele mitmachen. Und wie gesagt, das Geld geht an mir vorbei, nämlich direkt zu Apex. Der Höchstbietende kriegt von mir dann eben die ganzen Kontaktdaten und kann dann direkt überweisen. Und sobald Apex mir dann grünes Licht gegeben hat, dass das Geld eingegangen ist, mache ich das Paket fertig und verschicke es. Mhm. Ja, also, und den Tresor, den kennen ja viele, brauche ich jetzt nicht rauszuholen. Der steht hier hinten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das sind jetzt die ganzen Sachen da drauf, die da reinkommen. Also das ist schon, Didi-Shots sind auch drin, also Rummelplatz. Aber der ist schon geöffnet, der Tresor, oder? Bitte? Der ist schon geöffnet, der Tresor. Nee, ich war zu blöd, den Code rauszufinden. Deswegen habe ich den zugemacht. Das kann aber derjenige. Natürlich ist der offen. Ich wollte gerade fragen, ja, ob der Tresor offen ist. Das war einfach Panzerband und klebt es außen drauf. Das war in deinem Video nicht ganz so klar rüber zum Hörer, ob der schon geöffnet ist oder nicht. Ja, das macht die Sache noch spannender, oder? Genau, der ist mit einem 27-stelligen PIN-Code versehen. Genau. Ne, da ist ja so ein roter Umschlag von Bankschuss eigentlich dabei und da muss man Rätsel lösen. Klar. Das ist gar nicht so einfach, was sie gehört haben. Das ist wirklich nicht einfach gewesen. Meine Güte, das war richtig schwer. Aber der Bossi, der hat da jetzt halt einen neuen Pin reingesetzt. Genau. Da ist jetzt ein südländischer Pin und für die, die keine Nerven haben, kommt in dem Paket eine Brechstange rein. Ein Päckchen C4. Ja, super. Dann sprengen wir das Ding draußen im Garten, ey. Genau, schreibt noch hier der Ossimann, wurde von hinten aufgeflext, genau. Aber von hinten, so dass man es vorne nicht sieht.
Nee, das passt schon, das passt schon. Ist schon mega verkehrt, also wenn du dir das anguckst, das ist ein Wert von 2, 4, 6, 8, 10, ja, knapp 200 Euro ist das Ding wert, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ja. Finde ich, ist eine coole Sache und gefühlt habe ich das auch noch in keiner anderen Community so erlebt, auch teilweise live auf Messen, wie viel da teilweise für Charity gemacht wird, sei es der Dampfline-Stream, sei es jetzt die Apex-Aktion, gut, Dampfer gegen Krebs, da war ja, ja, ein bisschen was schiefgelaufen ist, wie es jetzt genau war, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr und möchte ich auch gar nicht groß was zu sagen, aber ich finde allgemein sind wir Dampfer irgendwie ziemlich sozial eingestellt, ich weiß gar nicht warum, passt gar nicht zu mir. Das ist richtig, was ich aber auch hinzufügen möchte. Okay, ich habe es jetzt ja für Apex gemacht. Ich möchte aber bei der ganzen Geschichte die Social Vapers einfach nicht vergessen lassen. Die machen auch einen geilen Job, die Social Vapers an der Stelle, wirklich absolut. Und es ist versprochen, ich habe die zwei Liquids von denen, das Herzblut. Da werde ich auch ein Video drüber machen, da werde ich eine ähnliche Aktion machen, so dass dann auch für die Social Vapers da ein bisschen was bei rumkommt. Und mal ganz ehrlich, man kriegt ja wirklich mittlerweile viel Zeug auf den Messen mit klar, ich meine, ich dampf das dann und mache da mein Review und dann bleibt das meiste liegen. So, soll es jetzt hier verkommen oder versteigere ich es dann für einen guten Zweck? Das müssen halt die Leute wissen, wenn dann ein Milliliter fehlt, ob es dem was wert ist. Es geht aber für den guten Zweck und es gibt, ich habe ja auch einen Vorteil davon, ich habe dann wieder mehr Platz im Schrank. Ja, das ist halt so. Und die Community freut sich vielleicht über die Liquids und der gute Zweck ist damit auch bedient und alles ist gut. Ja, schön, das passt. Jo. Nee, das passt. Ansonsten, wo war ich? Was denn? Nö, alles gut. Wolltest du noch was Abschließendes dazu sagen? Wer? Nee, eigentlich nur, guckt noch mal rein, macht vielleicht mit und ansonsten hätte ich nur gesagt, wo wir eigentlich noch bei waren. Hast du sonst noch irgendwas Neues? Ja. Oh, ich habe nichts Neues, außer, dass die Nummer 3 irgendwie überall ausverkauft war und wir jetzt mit Nachdruck nachproduziert haben und seit gestern wieder flüssig sind und können wieder verschicken. Das haben wir dann auch ganz fleißig getan. Die Nachfrage ist immer größer. Das freut mich persönlich. Ich war am Samstag, auch sehr interessant, in Essen bei einer Shop-Eröffnung. Und da hat hier der von Hakuna Matata, der Peter, hat einen eigenen Shop, La Muerte oder so ähnlich, Vape, aufgemacht. Kleiner, niedlicher Shop, war aber auch sehr, sehr schön. Die Atmosphäre war schön, hat Spaß gemacht. In Essen, auf jeden Fall. Kreierstraße, glaube ich. Du warst in einer Shop-Eröffnung am Samstag. Ja. Was für ein Zufall, ich auch. Ja, aber dich hat man nicht erkannt, habe ich mir sagen lassen. Nein, war ein Scherz. Oh Mann, Leute. Nee, ich war am Samstag auf 2 Shop-Eröffnungen. Auf 2? Halleluja. Ja, er tanzt auf allen Hochzeiten gleichzeitig, der JD immer. Ja, der sitzt so weit auseinander und Gott sei Dank geht so weit weg von mir. Und da habe ich 2 Shop-Eröffnungen tatsächlich besucht am Samstag. War echt lustig. Okay. Kempten oder so, oder wie heißt das? Memmingen und Kempten. Ah, wie war es in Kempten? Da waren ja auch ein paar Größen, habe ich mir sagen lassen, dabei, außer dir jetzt. Nee, da war der Dampflein war da, Dampfti, das war da, der wie heißt er? Dampfolle, Dampfeuphorie, also da war schon. Ja gut, dann ist ja uninteressant, da warst du ja die größte Größe, alles klar. Ja, genau. Und in Memmingen war das Steam Shots und Simon von VSI. Na wunderbar. Stimmt. Also naja, tatsächlich am Samstag so viele bekannte YouTuber live gesehen. Ja. Und dann haben sie gesagt, hey JD, altes Haus, wann kommst du mal? Ja, ein altes Scheißdreck. Wann dürfen wir Video von deinen Liquids machen? Ja. Aber ihr habt das so einen Vlog gemacht, den habe ich jetzt auf meinem JD Webs Kanal hochgeladen, könnt ihr euch mal angucken. Okay. Aber ich habe auch mit der Jasmin und mit dem Dampflein habe ich geredet, die kennen auf jeden Fall unsere Vapor Friends hier. Nein. Ja, der Roman auf jeden Fall, der war ja schon auch schon das ein oder andere Mal hier mit im Chat, genau. Mhm. Und Jasmin, die schaut sich das sogar dann auch öfters an. Okay. Okay. Och. Dann schöne Grüße, Jasmin, an der Stelle. Jo. Hallöchen. Ja. Wir sehen uns auf der Hall of Vape. Zeig dich! Gibt es eigentlich noch andere Bitte was?
Ich sag, gibt's eigentlich noch andere Läden außer in Rating? Ich weiß das gar nicht. Ach, naja. Ja, doch, in Fellbad. Tristan, in Fellbad gibt's noch einen Laden. Ja, in Fellbad. Fellbad gibt's. Genau ja. So, ey. Nein, wir mögen. Wir mögen ja natürlich auch jeden anderen Offi und ziehen eigentlich auch grundsätzlich immer den Offi dem Online-Handel vor. Weil, ja, support your locals. Ganz einfache Geschichte, ne? Weil ihr seid froh, wenn er dann da ist, der Laden, und wenn ihr jetzt spontan mal was braucht und kauft euch sonst alles im Internet, und irgendwann ist der Laden dann halt nicht mehr da. Genau. Ja, und dann und heißt das, dass das passieren. Richtig, und das ist dann natürlich schade. Das ist, aber ich finde den Laden in Rating sehr schnuckelig, ich finde den schön. Ja, ist der auch. Ist ja nicht umsonst mein zweites Wohnzimmer, ne? Ja, du wohnst ja fast um die Ecke, habe ich mir zeigen lassen. Der Thorsten will mir jetzt irgendwas unterstellen. Ne? Ich habe keine Kasse geklaut. Was? Aber ich weiß noch nichts von der Kasse geklaut. Aber ich habe irgendwo mitbekommen, dass die haben ja auch irgendwo gespendet bei Aerotech auf jeden Fall für Krebshilfe. Ich weiß nicht für was. Auf jeden Fall, da muss sich jemand in der Kasse begriffen haben. Aber nee, was nicht genau und die Einzelheiten, Hintergründe, keine Ahnung. Nee, das war irgendwas, ja, das, was ich eben gesagt hatte. Da über das Thema hatten wir schon mal gesprochen. Da ist meines Wissens nach nichts Genaues bei raus bis jetzt. Und deswegen möchten wir da auch eigentlich gar nicht groß was zu sagen, weil wir im Zweifelsfall dann irgendwo in der üblen Nachrede sind. Und ja. Das muss aber jetzt am Wochenende passiert sein. Ja, aber wenn wir da keine Infos haben, auch so, das ist eine Sache, die... Ja. Ich würde mich da auch raushalten. Was, weil der Thorsten halt geschrieben hat, dass ich mich da in der Kasse begriffen hätte, ne, ich weiß nicht. Das war aber anzunehmen. Ja, nee, und ich sag mal jetzt an alle, weil ich lese gerade 2-3 Mal im Chat, dass die Leute Rating kennen, der Fuck. Immerhin. Ja, ich sag mal. Das ist ein Double-Klemmer. Ja, ich sag mal, da gibt's genau einen Laden. Ne? Und wer da mal vorbeikommen kann, trinken wir mal einen Kaffee zusammen. So geil. Ja. Ah, guck mal, ein Tobi. Er hat's Tobi geschafft. Welcome back. Sehr geil. Das ist, wenn man sich nichts Vernünftiges leisten kann an Technik. Oh. Ja, aber dann die zwei Shops, was hier jetzt war, was man da auf jeden Fall sagen kann, die sind unterschiedlich wie Tag und Nacht. Der eine, der ist mehr so familiär aufgebaut. Da fühlst du dich wie wenn du bei der Oma, sag ich mal, in der Küche guckst, bist. Alles rustikal mit Möbel. Wiederholen, sag ich jetzt einfach mal. Und der andere Shop ist so richtig steril, alles weiß und... Es wackelt! Es wackelt! Es was wackelt? Oh. So, schneller reden, JD. Es wackelt sogar mehr. Schneller reden. Schneller reden und es wackelt sogar noch mehr. JD. Da bewegt sich noch was. Was bewegt sich? Die Kollegen sind da. Synchron, Moment. Die Kugel stoßen nicht aus. Moment. Hallo, liebe Leute vor den Bildschirmen, Kollege Nummer 1 und Kollege Nummer 2. Moment, ganz, ganz kurz, ich verkacke. Moment. Leute, ich verkack's gerade. Was passiert denn hier gerade? Wer ist? Ein riesiges Skype. Ah, das. Wieso hast du keinen richtigen Namen? Deine NDI-Quelle heißt 6800, schieß mich tot. Und ist ein Skype-Logo. Ja, jetzt nicht mehr, alles gut. Ist das Skype-Logo? Nee. Nein. Das hat doch schon gut. Ja. Fake hast du doch eh schon drin. Fake ist schon drin, aber dich hatte ich nicht drin. Du hast einen blöden Namen und deswegen musste ich gerade einmal ganz kurz hier sprengen, aber wird alles gut. Jetzt muss ich gerade nochmal, jetzt kriegt er nochmal den Vollbild-Wolfi. Oder doch, nee, ihr kriegt den mittleren Wolfi. Ich fall als erstes drauf, dass die NDI-Schnittstelle stumm ist, weil sonst ist Echo im Stream. Oh ja, danke. Ja, schön, dass alle wieder mit da sind. So, Punkt. Ich freue mich auf euch und auf die nächsten 2 Stunden. Und hallo Wolfi. Unabgesprochenerweise synchron mit dazugestoßen. Ja. Einen wunderschönen guten Abend allen zusammen. Ich bin auch jetzt wieder zurück und kaputt, haben wir gedacht. Ich schaue aber trotzdem nochmal mit rein. Sehr gut. Yay. Hashtag Schnitzelwagen. Santa Maria. Wolfgang, weitermachen. ich
ich grätsch gar nicht dazwischen, hier viel unterwegs. Ihr habt gerade noch mitbekommen, du hast coole Aktion. Man muss einfach kommentieren, oder? Einfach nur ein Gebot abgeben. Okay. Na toll, dann habe ich keine Chance. Wolfgang ist dabei. Ja. Einfach ja. Was habe ich verpasst? Was? 500 Euro. Ja. Nee. Also nee, Aufruf an Chat, gebt euch ein Battle mit Wolfgang. Ja. Viel Spaß. Ich werd zwischendurch mal immer wieder posten. Ich habe ein Video gemacht, Christian, wo es um die Apex geht, Auktion für einen guten Zweck. Und am Ende des Videos versteigere ich den Tresor von Bangjuice, der mir ja auch zugeschickt wurde. Und der war ja in aller Munde. Also denke ich mir, ist der sehr wertvoll für einen guten Zweck. Und den habe ich vollgepackt mit Premium-Liquids und T-Shirts und Cappies und, nee, Cappies nicht, aber eine Tasse und ein Schlüsselband. Und, hey, ich habe leider nicht reingepasst, sonst hätte ich mich auch noch da reingezwängt. Dafür gibt es gratis einen Busfahrer mit dazu. So. Ja. Ganz kurz. Der Herr, ja. Frank K. aus E. hat mir gerade ein Bild geschickt, wo wir gerade so toll gesungen haben. Ja. Ich guck mal, ob ich seine Kamera halten kann. Es ist herrlich. Es ist herrlich dumm, aber es ist herrlich. Wie geil. Schnitzelwagen. Geil. Der Schnitzelwagen. Mega gut. Santa Maria. Der Schnitzelwagen, jawohl. So, ich schneide jetzt dem Bossi ein bisschen was oben ab, dann ist der ein bisschen so. Nein, er alles will gut, alles gut. Warum bleib weg von meinem Haar? Warum? Ja, nein, ich hatte ja halbwegs geplant, aber mit Wolfgang hatte ich heute dann doch gar nicht mehr gerechnet, deswegen war seine Quelle noch nicht drin. Ich auch nicht. Dass wir synchron reinspringen, Alter, hast du sie noch alle? Das war geil. Sau geil. Ja. Das war geil. Richtig schön, der jetzt grätsche ich dem der Jedi rein, weil ich höre schon Alarm, er hört nicht auf, tritt schon mal inne. Und in dem Moment platzt Wolfi rein. Der ist super geil. Ja, beide drauf gewartet, glaube ich. Ja. Echt. Ah, genau. Eskalazione. Genau. So muss ja das ja sein, ne? Mhm. Und ich sehe auch gerade, wir sind auch schon. Julia ist auch wieder am Kochen, sehe ich. Also eigentlich müssten wir jetzt noch die kleine Vorstellungsrunde zu Ende machen, da jetzt der Onkel Wolfi und der Herr Christian dabei sind. Oh, ich bin kein Onkel. Ja, der Onkel Wolfi und der Onkel Christian. Ich habe auch was Neues, kommt dann bald ein Video dazu. Ja, JD wurde ja übersprungen quasi und deswegen sind Christian und meine Wenigkeit ganz zum Schluss dran, eigentlich. Jo, du stattst eigentlich eh schon dran, ne? Aber hier gerät gerade eh alles aus dem Film, ja, von daher. Ja, hier ist heute alles ungeplant. Mir springen hier gerade regelmäßig die Leute aus dem Skype raus und wieder rein. Und dann habe ich hier Leichen, die sich nicht bewegen. Und jetzt bin ich froh, dass alles passt. Ja, aber das haben Leichen bewegt sich alles. Aber ich zeige jetzt daran, die Kamera, was ich Neues habe, und dann kann ich weitergeben. Und ich habe zwei neue Liquids von Dash Liquids. Liquids. Wie heißen die? Ich bin heute übelst in Reingrätschlaune, also bitte seid mal nicht böse, wenn ich euch voll übers Maul fahre. Das muss heute. Ich bin heute gut drauf. Ich habe meine Medikamente heute nicht bekommen. Und auf der Shop-Eröffnung habe ich mir drei Dampfgitter gekauft. Einmal das Erdbeerdi das oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Einmal das mit Joghurt, Yogurtschina. Ihr werdet mich heute hassen. Ich höre euch auch dafür aktiv nicht zu. Also, nehmen wir mal das Monster. Joghurt. So, jetzt könntet ihr tratschen, jetzt bin ich ruhig. okay. JD. Ich habe aufgegeben. Das von Dash Liquids. Das eine ist doch, wie heißt das, Marula? Marula ist Magic oder irgendwie so ähnlich, ich glaube. Jetzt erklär mir doch mal bitte, wer diese Frucht kennt. Ist kaputt gemacht. Die kennt Kaisau. Ich. Ich hab's ja noch nicht mal versucht zu mal googlen. Keine Ahnung. Ich bin echt unscharf. Ja, das ist das nennt sich auch Elefantenfrucht. Das ist ein Kotzfrucht. Das ist der Marula-Baum aus Südafrika. Ja, ich wusste, wir hatten das Thema schon mal. Ja, stimmt. Und weil Green Elephant Liquid. Genau. Yes. Und weil diese Beeren halt relativ süß sind, diese Früchte, und relativ weit oben am Baum hängen, ist das halt was, so richtig was für die Elefanten. Deswegen Elefanten. Das sind so birnenähnliche Früchte, sind das, ne? Ja, aber ja, so sehen aus wie so, eigentlich wie so Quitten, so
klein, ja, genau. Ja. So, Hand, so große Hand, groß sind die ungefähr. Aber so furchtbar süß fand ich das jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich habe noch was von dem Green Elephant. Green da. Elephant? Das ist auch nicht wirklich süß. Das also, war überhaupt gar nicht süß. Übrigens, wer es nicht kennt von den Nürnberger Stammi-Liquids. Aber ist Marula, ist recht süß, weil da ist ja noch Butterscotch dabei, ne? Also ich werde die, ich habe die auch bekommen von der Esther. Und was jetzt cool ist, natürlich habe ich es zweimal bekommen. Das heißt, einmal wieder für die Community, aber zwei Stück. Jetzt muss ich gucken, das eine war das Marula und das andere... Wahrscheinlich Sherry Bliss. Ja, genau, Sherry Bliss, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Dass du das schmeckt, ist da. Das und dem Sherry so Bliss muss ich jetzt auch demnächst mal ein Review machen, weil die Flasche ist fast leer. Ich finde, es schmeckt so wie die Vic Hustenbonbons mit der Kirsche. So schmeckt das. Okay. Welches? Das Sherry Bliss. Hm. Ja, eine Frage aus dem Chat schon zum zweiten Mal. Jetzt, obwohl ich denke, da werden wir nicht viel Antwort geben können drauf. Warte mal, wo ist das? Mein Office sagt, die Bloody Brunhilde wartet noch auf Zollfreigabe. Wie lang kann sowas dauern? Das hängt vom Zoll. Habe ich gerade schriftlich beantwortet. Eben keine Ahnung beim Zoll, aber ich habe den Tipp gegeben, vielleicht mal beim VSI Simon nachzufragen. Der ist da eigentlich, glaube ich, Ansprechpartner Nummer 1 für solche Themen. Außer jemand hier hat Ahnung davon. Ich weiß nur, dass die Bruni, dass die Produktionsschwierigkeiten haben und deswegen sich der Batch verschiebt von Zoll, habe ich noch nichts mitbekommen, aber Zoll kann halt zwischen 2 Tagen und 2 Wochen oder Monaten dauern. Also, ja, ich würde jetzt, ohne Genaues zu wissen, auch behaupten, dass das eventuell so ein bisschen vorgeschoben ist. Weil, ich sag mal, beim ersten Batch, die ersten 40.000 oder 50.000 Stück, die haben es, also klar, die sind nicht alle hier in Deutschland gelandet, aber die haben es auch hierhin geschafft, ohne größere Zollprobleme. Und es ist ja auch nicht so wie unsere Dampferpakete, die so versucht werden, am Zoll vorbeizuschmuggeln, sondern das sind ja ganz offizielle Waren, die hier nach Deutschland eingeführt werden. Also ich habe nur gelesen, dass, wie gesagt, Vapefly mit der Produktion Schwierigkeiten hat, was auch immer für Schwierigkeiten das sein können oder mögen. Aber vom Zoll, ich kann es mir nicht vorstellen, dass mit Zoll irgendwas zu tun hat, weil, wie der Guru schon gesagt hat, die ersten 60.000 sind auch ohne Probleme durch den Zoll. Und der Verdampfer hat sich nicht geändert. Also wenn nur die Farbe andere ist oder was, dann brauchen wir nicht neu anmelden oder so. Nee, und selbst wenn, interessiert das auch den Zoll nicht. Nee. Ich habe es heute auch in einer Gruppe von einem Offliner gehört, dass irgendwie die ein Batch irgendwie bei Zoll hängen soll. Aber ob das jetzt stimmt oder nicht, werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Vielleicht auch doch, wer weiß. Aber ist ja auch wurscht. Und ich habe immer noch keine. Und selbst wenn, es gibt keinen Verdampfer, auf den wir so lange gewartet haben, glaube ich, wie den hier. Ich habe immer noch keine. Kann auch Taktik sein, dass der Hype nicht abbricht, wer weiß. Ich habe gerade was sehr, sehr Spannendes gelesen und mein Bestellfinger juckt schon massiv. Ich habe vor circa einer Woche nämlich mal geguckt, ob das neue Tom Clarks schon raus ist. Da war es noch nicht raus. Oh, jetzt ist es veröffentlicht. Ich habe es eben auch gelesen. Magst du es vorlesen, was es ist? Kann ich gern machen. Ich habe mir nämlich tatsächlich auch schon den Link raus. Also, Elefanten das Ganze. Frucht, gemischt mit Erdbeeren und Kotz. Jetzt kurz mal Sendepause, Christian. Weil jetzt. Kräutern. Sendepause. Jetzt wird es nämlich wieder hier. Jetzt wird's Tom Clarkig. Tom Clarks Patisserie von König Louis dem 14. Ui. Mit dem Liquid Patisserie öffnet Tom Clark eine neue Tür in die Welt der Nachtische. Es vereint die Vielfalt und Raffinesse der zahlreichen Delikatessen, wie man sie nur in einer französischen Patisserie findet. Mm. Beim ersten Ausatmen bleibt eine feine, geröstete Note im Mundraum zurück. Man schmeckt die Fülle des fluffigen Biskuits und die Farben bunter, karamellisierter Früchte, welche dann mit der zarten Süße einer Meringue, keine Ahnung, gekrönt werden. Eine raffinierte, leicht herbe Würze im Abgang gibt dem Liquid die richtige Balance. So kunstvoll und barock wie König Ludwig XIV. Zur Blütezeit der französischen Hochkultur das Schöne im Leben zu genießen wusste, so entfalten sich auch die Sinne in dieser neuen, außergewöhnlichen Kreation. Das Liquid ist eines Königs würdig. Oh. Alter Schwede. Hört, hört. Also, hört, hört. Wahrscheinlich. So, die Geschmacksrichtung, denn neutral.
Das erste und Video dazu, das an. Wird das erste Video dazu, das wird der Dampfparty bringen, weil der hat das neue Liquid schon. Ah, ja gut, er kann sie um die Ecke abholen. Der sitzt genau an der Quelle, ja. Und der wird das, denke ich mal, heute noch veröffentlichen, das Video. Und dann können wir uns mal, mal neutral mit normalen Worten vorstellen, nach was es schmecken soll, weil die Beschreibung, die ist ja schon einzigartig. Also ich immer, find, aber Tom, immer schon gewesen, ja. Ja, bei Tom Clarks die Beschreibung, aber er macht ja selber auch Videos und es wird nicht langweilig, diesen Menschen zuzuhören, wie er seine eigenen Liquids beschreibt. Das ist wie Poesie. Du spürst in jedem Wort die Leidenschaft, die da drin steckt. Und da habe ich echt größten Respekt vor, muss ich sagen. Das absolut. Kann er gut. Ich sagen muss, ich hatte mir einmal von Tom Clarks das Dessert geholt und habe mich eigentlich auch mehr auf Dessert gefreut. Es war halt nicht so. Du kannst. Es ist schwierig. Also, du kannst bei Tom nicht erwarten. Und ja, ich weiß, er heißt nicht wirklich Tom. Nur für etwaige Hater da draußen, das ist mir sehr wohl bewusst, auch dass er Kunstfilme macht, ja, wissen wir. Entschuldigung, wir hatten da eine riesen Debatte in unseren Kommentaren. Okay. Wie heißt der denn wirklich? Ich habe keine Ahnung. Ja, das müsste ich nochmal nachlesen. Steht in den Kommentaren. ist ja erstmal unerheblich. Aber auf jeden Fall. Ich finde mal raus. Tom. Die Beschreibungen oder das, was drauf es ist kein Liquid, das Dessert schmeckt nach Dessert. Nein, ist einfach nicht so, weil wie schmeckt Liebe? Ja. Vielleicht nach Ananas, okay, aber. Nach Banane. Entschuldigung. Leicht fischig. Fischig. So Iron Schlucht hier ist wieder da. Genau. Auf jeden Fall. Es ist halt eine ganz andere Philosophie, die dahinter steckt. Und das, was er halt auch wirklich sagt, seine Liquids wollen erforscht werden. Je mehr wir da getestet haben von seinen Liquids, desto mehr wurde das auch deutlich. Und es ist es ist einfach unmöglich, tatsächlich zu beschreiben, was drin ist. Also für mich, es ist diese Kreation, die eigentlich bei allen nahezu unbeschreiblich ist. Die frühen, die Tom Sawyer oder die Sawyer-Serie, da zählte, glaube ich, auch das Dessert dazu. Mhm. Die hatte immer so einen Waldmeister-Grundton mit drin. Mal stärker, mal weniger stark. Aber mit der Zeit wurden die immer komplexer. Also das Larv, mega gut. Ich habe das im Krios 2 Dual-Coiler im letzten Sommer weggesuchtet, weil es so was schön Leichtes hatte. Also, ich habe einen Namen gefunden. Genial. Ja. Bitte. Was halt mit bei Tom Clarks. Momentchen, Leute. Was bei Tom Clarks auch ist, du kannst das ja an verschiedene Verdampfer, hast verschiedene Geschmacksrichtungen, ja. Plus bei der verschiedenen Wattzahl. Also je höher, je tiefer von der Watt, von der Leistung, umso. Das verändert den Geschmack halt jedes Mal. Sagen wir Temperatur. Weil die Geschmacksnuancen eigentlich so abgestimmt sind, dass die alle auf dem gleichen Level sind und somit kannst du durch verschiedene Wattleistungen andere Geschmäcker rausmecken. Das ist absolut korrekt. Und das ist das, was Clarks einzigartig macht. Ja, wobei ich habe es jetzt in mehreren Verdampfern probiert. Einmal MCL, einmal DL, einmal Dual Coil, einmal Single Coil, einmal im Tröpfler. Also ich komme mit dem Dessert überhaupt nicht klar. Ja gut, die spalten halt auch die Gemüter, siehe Opium. Ich wollte gerade sagen, Opium ist ja noch krasser. Der eine hypes, der andere sagt Toilettenstein. Ja, aber das, und das hast ja du bei jedem Liquid. Geschmack ist verschieden. Ja, aber das ist ja deswegen, anders. Das ist absolut korrekt. Nur wie gesagt, ich konnte mich da bis jetzt noch nicht so wirklich mit identifizieren. Ich weiß auch nicht, Schatzi, wirst du dir das holen, das neue Tom Clark? Ich werde es auf jeden Fall mal probieren, definitiv. Also ich denke mal, ich werde mir ein Fläschchen holen. Das ist oder zwei. Weiß ich ja, wo ich es testen kann. Ja, klar. Spätestens, wenn es im Office des Vertrauens angekommen ist, je nachdem, dann werde ich es mir vermutlich auch mal gönnen, ein Fläschchen. Muss ja sein, ne? Weil auch Christian, sag grad noch mal den Namen, bitte. Bizzina Canciavelli. Genau, also wenn steht der Tom im Chat. Genau, also wenn der Tom sein neues Liquid rausbringt, dann
muss man das halt mal probieren. Ne? So als Dampfer von Welt. Ja, aber ja, dann musst du das wahrscheinlich dir holen. Ich glaube, ich werde es einfach nur probieren und dabei belassen, glaube ich. Kann man auch machen. Ja, was ich sagen muss, wir haben es ja... Und dann musst du wieder nachkaufen. Wir haben es ja selber schon festgestellt, Tristan. Beim Christmas war es der Fall. Die Sachen vom Tom sind halt wirklich nicht einfach und manchmal muss man vielleicht erstmal sich eine halbe Flasche davon durchlassen, bevor man weiß, wie man es mag. Siehe Opium. Weil, ja, oder auch das Christmas. Wir haben das Christmas ja zusammen gedreht und haben das gemacht und da hat das bei uns gar nicht so gut abgeschnitten, eigentlich. Also wir fanden es eher so ein bisschen, weiß nicht, irgendwie ist das nix. Und dann bin ich nicht dazu gekommen, das Video zu schneiden und das lag dann noch eine Woche oder anderthalb. Und derzeit habe ich das nur weiter probiert und habe gesagt, ey, Tristan, das können wir so nicht machen. Das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Das müssen wir nochmal machen, weil ich habe mittlerweile noch eine ganz andere Meinung dazu. Mhm. Und, wie schmeckt es denn jetzt anders, besser, intensiver? Eine Note gefunden, die vorher vielleicht so nicht dabei war? Ich meine, ist immer interessant. Ja, also es hat mir einfach beim ersten Mal nicht wirklich geschmeckt einfach. Ich fand es nicht gut. So, und dabei haben wir es auch in zwei, drei verschiedenen Geräten probiert, bis ich dann im Endeffekt das Setup gefunden habe mit der Wärme oder mit der Temperatur, wie es mir gefallen hat. Und dann dachte ich, hey, so ist doch gut. Cool. Ist ja bei jedem Verdampfer schmeckt es anders. Also die Tom Sawyer Liquid Linie, das Dessert habe ich gesuchtet, das hat zuerst überhaupt nicht geschmeckt, also gute 3 Verdampfer, 4 Verdampfer überhaupt nicht geschmeckt und dann im Typhoon GT3 war das damals mega geil, wirklich mega geil, aber in die anderen Verdampfer hat es einfach nur flach geschmeckt, mehr oder weniger. Okay. Also ich dann muss auch kann das natürlich auch sein. Ja, mach du zuerst. Ja gut, one by muss one. Auch zugeben, ich dampfe das auch sehr gerne Direct Long, obwohl die ja eigentlich eher MTL designt sind, sage ich jetzt mal. Ich glaube, 1-2 hat er ja nachdesignt, verbessert mich da jetzt gerne. Das Christmas beispielsweise. Ja, genau, ja. Die hat er ja für DL dann auch, aber ich finde die auch alle in DL sehr lecker. Ist halt nur, wenn du das umrechnest, sehr kostspielig dann, ne? Also mit MTL kommst du ewig aus und im DL hast du das innerhalb von einem halben Tag dann wieder weggedampft. Ja, du musst es bloß literweise kaufen, dann ist es günstig. Also eigentlich schon ab, ich glaube, der 60er oder der 100er Flasche merkst du in meinen Augen keinen großen Unterschied zu anderen Premium-Liquids. Ja. Nee, so war das oder auch gar nicht gemeint. Oder Shortfills, preislich. Ich meinte halt nur, ihr kennt das ja selber, DL, da kommst du mit 2 Millilitern den ganzen Tag aus. Natürlich. Ach Quatsch, MTL kommt es mit 2 Milliliter aus und bei DL brauchst schon 10 für den gleichen Tag. Klar, so aber Preis, wenn ich jetzt hier mein White King wegsuchte, es sind auch jedes Mal 98. Gut, es ist natürlich ein Longfill, entsprechend günstiger, aber wenn es das Shortfill gäbe und der Preis höher gestaffelt wäre, wäre es auch ein entsprechender Kostenfaktor. Und so gesehen, die Halb-Liter-Flasche vom Dark Menthol, das war jetzt eigentlich für 500 ml wirklich nicht teuer. Ja. Das lag unter 100 Euro, meine ich. Ja, ja, für ein fertiges Liquid vollkommen okay. Und ich glaube, die hier waren... Ja, alles gut, mach du mal. Die hier, ich habe mir, glaube ich, ehrlich gesagt, Tom Clarks bis jetzt immer nur auf der Messe geholt. Deswegen weiß ich gar nicht, was die sonst kosten, die 60er-Flaschen. Und macht doch viel mehr Spaß, weil er erzählt dann noch was dazu. Ja, richtig, und so. Richtig, genau. Und da waren es, meine ich, immer 15 Euro. Und das fand ich vollkommen okay, inklusive des zugehörigen Liquid-Nikotin-Shots. Ne, beim Tom gibt es ja keine Nick-Shots, sondern beim Tom gibt es den passenden genau. Nick-Shot im selben Liquid quasi. Also sprich, da gibt es keine große Reifezeit mehr. Das Nikotin muss ich quasi nur vermischen. Vermengen. Genau. Damit du eben auch keine Verfälschung hast, weil er sagt auch, das ist ihm ja sehr, sehr wichtig, dass er das gleich in dem Nickshot fertig drin hat, damit du eben nicht ein klares Base-Nikotin-Gemisch dann mit reinkippst, weil das dann wieder das Gesamtkonzept vielleicht kaputt machen könnte, weil er eben teilweise 45 verschiedene Sachen in ein Liquid reinhaut. Richtig. Ja, ich muss es nochmal probieren, auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Ich glaube, das wird dann wieder sowas sein. Ich ziehe so ein paar Mal beim Raphael dran und dann reicht's auch eigentlich. Also, ich weiß nicht. Ich bin da. Vielleicht bin ich auch einfach zu einfach. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm dafür. Vielleicht bin ich auch einfach
keine Ahnung. Ich vielleicht einfach von vorneweg mal gleich MTL probiere. Weil das, Tom Clark sind meiner Meinung nach wirklich MTL-Liquids. Ja, aber wie gesagt, ja, das ist, Geschmack ist immer schwierig. Das Love zum Beispiel, da habe ich Brechreiz gekriegt bei dem Liquid und der, Wolf, der Wolfgang so hat das weggesuchtet. Also ich habe das nicht einmal dampfen können und er hat das gesuchtet. Also, ganz ehrlich, das habe ich noch nicht mal probiert. Ich weiß noch nicht mal, wonach das in Ansatz schmecken soll. Ich habe es nie probiert, keine Ahnung. Tristan, wie unsere Liebe. So, welches der beiden Geschmacks also haben, finde ich ein gutes Beispiel immer den Colada, weil das haben wir hier in der Gruppe schon oft genug. Der eine kann nicht genug Colada in seinem Liquid haben und der andere sagt bei dem kleinsten Schuss schon, oh mein Gott, da ist viel zu viel drin. Und deshalb macht er keinen Kopf. Das wäre ja auch langweilig, wenn wir alle das Gleiche mögen würden. Dann würden wir jede Woche hier sitzen, ein Liquid und ein Verdampfer in der Hand und sagen alle, super. Das meine ich noch nicht, weil wie gesagt, ich weiß nicht. Bis jetzt war ich noch nie so, würde ich sagen, so, boah. Muss ich unbedingt haben. Muss ich haben. Also, ich bin mal gespannt. Mal gucken, was er sich da jetzt zusammengebraut hat. Es gibt ja sehr, sehr viele gute Liquids und egal, ob man es mag oder nicht, was man ihm auf jeden Fall zugute halten muss, es hebt sich halt einfach vom, ich sag mal, Einheitsbrei so ein bisschen ab. Er versucht halt immer was Neues und er versucht nicht, ich sag jetzt mal, die 100. Erdbeere neu zu machen oder, ne? Sondern er macht halt was ganz anderes und was ganz Eigenes. Und ob es einem dann schmeckt oder nicht, muss jeder für sich selber sehen. Das Opium beispielsweise auf MTL, naja. Auf DL auch, naja. Auf DL im Manta, mega. Ja. Aber nur im Manta. Finde den passenden Verdampfer. Ja, deswegen ganz, ganz schwierig. Ich bin einfach begeistert von dieser Vielfalt. Ich muss aber auch sagen, ich brauche die Laune dafür, dass ich mir da wirklich mal einen Tank voll mache. Oh ja. Das ist nichts, was ich all day dampfe. Das stimmt. Mir muss der Sinn oder die Gemütslage danach stehen. Und dann kommt, also wie gesagt, Sommer, laue Sommernächte war Love für mich genial. Weil einfach so schön leicht und unbeschwert. Und das hat genau gepasst zu dieser Stimmung. Und da hat es mir Spaß gemacht. Opium, ist so für die Herbsttage für mich gewesen. Und Dark Menthol. So was in dem. Ja. Der Wolfi spricht in Bildern. Das ist schön. Oh, schön. Ich kann seine Liquids nicht anders beschreiben. Ist ja in Ordnung. Ich stell mir den Wolfgang gerade so. Bei uns, den Wolfgang gerade so bei uns an der Rheinpromenade vor, im Hintergrund geht gerade die Sonne unter. Ich wollte es gerade sagen, ist genau. So auf die Veranda gelehnt, auf das Geländer so. Manchmal. Da sehe ich mich jetzt aber auch. Also, jetzt, wo ihr das so sagt, da kann ich mich echt vorstellen. Oh. Don't understand a single word, but a great stream. It's okay. Ich glaube, das liegt an unserem nicht ganz germanischen Titel. Ja. Du musst einfach mal den deutschen Untertitel einschalten oder den englischen Untertitel und dann mal lesen, was dabei rumkommt, wenn wir ein Review drehen. Das ist total geil. Das bringt doch mal richtig, richtig Power rein. Das ist so lustig. Ach ja. Schön. Gibt es Fragen aus dem Chat? Ich höre genau. Sei doch mal ein bisschen fragelustiger. Langsam aber sicher zu Ende mit Tom Clarks. Wir haben doch gar nicht gehabt, was ihr Neues habt, oder? Christian, Wolfgang? Eine Theke voller Liquids. Ich kann dir sagen, was der Christian neu hat. Zum Beispiel im Hintergrund nicht die Theke freigeräumt mit den Gläsern. Ja, das sieht aus, als ob ich gesoffen hätte, eine Party hier unten gemacht hätte. Stimmt, das sieht ganz schön unordentlich aus. Eine Dampferparty. Das hätte ich früher nicht gegeben. So. Du räumst das nicht jetzt weg. Diese Gläser habe ich definitiv nicht angerührt. Die stammen nicht von mir. Das sind nur die Urinprobegläser. Er räumt es wirklich weg, ey. Oh mein Gott. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Dann hol doch mal Vape History kurz her. Den wen? Vape History, die schöne Box, damit du etwas reinzeigen kannst. Genau, mach das mal. Muss ich ihm sagen, was er Neues hat? Ja. Verstehst du? Christian, ist der Jacken aus Watte gestrickt, oder?
Aus was? Ja. Ist deine Jacke aus Watte gestrickt? Aus Super Sorb Captain Cord. Ja. Wunderschöne Box. Kann man auch für andere Sachen nach dem Dampfen missbrauchen, hätte ich jetzt fast gesagt. Benutzen. Ja, es ist eine Holzbox. Also, aber ich finde die Präsentation schön. Zu Vape History, wir sind ja auf die aufmerksam geworden, auf die Pure Vape. Wir sind noch relativ neu auf dem Markt. Diese Linie. Ja, tatsächlich, ja. Vape History gibt es schon länger. Allerdings stammen die aus Frankreich und die Mischung war bisher eher in Richtung MTL. War ein interessantes Gespräch mit dem Deutschsprachigen, der halt frisch dazugekommen ist. In Frankreich haben die wohl sehr starke Limitierungen. Beispielsweise sind dort Mango-Aromen nicht erlaubt. Richtig, weil Mango nämlich giftig ist, hat er gesagt. Giftig! So die Aussage. Also guck zumindest mal, ist Mango, so die Tango. Rechtslage. Bei denen. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Das ist die Information, die wir einfach so weitergeben, wie wir sie bekommen haben. Und die wurden halt in der Vergangenheit auch ein bisschen arg verarscht. Haben Liquids rausgegeben an YouTuber. Die haben teilweise nichts gemacht und richtig viel. Und ja, das hat sich dann plötzlich im Verkauf gefunden. Und die haben eigentlich keinen Vertrieb an Shops gemacht. Und dann werden da, rufen Shops bei denen an, hey, hier, da hat sich einer beschwert, euer Liquid ist scheiße. So nach dem Motto, ja, Moment, ich habe euch gar nichts verkauft. Ja, aber wir haben das Zeug im Laden. Schwierig. Also, ziemlich krumme Dinger sind da gelaufen. Und da hilft der jetzt halt so ein bisschen da reinzukommen. Und das ist die neue Serie. Und da sagt Christian jetzt was dazu. Ich lese mal eben was vor, was das denn so kann. Und zwar gibt es ja das Colombo. Das ist das Grüne. Ja, grün. Das soll schmecken nach Eistee mit leckerem Johannisbeergeschmack. Den fand ich sehr, sehr geil. Den fand ich auf der Messe. Herein! Essen ist da! Ich hätte gern eine Flasche Pommes. Eine Flasche. Achso, das war eine Flasche. Hausgold. Ich gehe mal kurz die vier Liquids durch, ist ja trotzdem mal ganz spannend. Hausgold ist eine Komposition aus Tabak und Schokolade mit leicht karamelliger Note. Das war geil. Das hatte ich als erstes probiert und gesagt, Wolfi, davon nehmen wir eine Flasche mit. Mhm. Das war sehr, sehr lecker. Dann gibt es ja dieses lilane, das heißt Redemption. Redemption 3. Da kann Tristan auch schon was dazu sagen. Ja, Moment. Ist unser Cookie gepaart mit Heidelbeere und Schokolade? Tristan. Ja, ich find's gut. Es schmeckt auf jeden Fall genau nach dem, wonach es schmecken soll. Man hat so die Heidelbeere, aber auch so ein bisschen so den Cookie im Hintergrund. Aber, also Cookie, den Cookie, den Keks. Oh, der Cookie. Den Keks im Hintergrund. Guck. Aber es überlagert sich nicht alles übereinander, weil es ist ja auch noch Schokolade mit drin. Das kann man so schwer beschreiben. Das muss man eigentlich echt selber probieren. Ich finde es super. Und, auf jeden Fall. Das vierte aus der Reihe, das fand der Wolfi auch extremst beeindruckend. Das hat er auch, glaube ich, auf dem Stand gesagt. Das ist Just Cause. Und das Just Cause ist das Blaue. Und das war nämlich, Just Cause hat einen süß-sauer erfrischenden Zitronengeschmack. Und das war das allererste Liquid, was wir in unserer Dampferleben gesagt haben, krass, das ist sauer. Aber nicht, weil es auf die Zunge spritzt oder so, das hat sauer geschmeckt. Ich dachte, das war das hier, aber das Besondere an dem Aroma ist, oder an dem Liquid, das ist dem Kern von dem 2. Richtig. Nicht nur nachempfunden, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ja. Und ein sehr bekannter Créateur de Liquid, der auch schon anderen wohl Créateur. Entsprechend Créateur Hilfestellung geleistet hat, hat hier auch seine Finger im Spiel. Ich gucke jetzt auf dem Screen, man sieht es natürlich nicht, mal in Richtung Bossy, weil der den auch kennt. Ah. Ja. Das müsste der Didi sein. Was ist mit dem? Der hat da wohl quasi die Rezeptur für gestellt, meines Wissens nach, für diese vier Liquids. Für welche? Vape History. Okay, kann sein, weiß ich nicht. Oder ich vertue mich da. Also auf jeden Fall, es gibt da, es müsste Didi gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Sagen wir einfach, wenn es so ist, hat er es gut gemacht.
ja, wird auch definitiv noch gereviewt werden. Ich habe euch doch auch die Paradise Liquids mitgegeben, wenn ihr euch erinnert. Angemischt, ja. Und der, da ist Mango Chili bei, ne? Ja. Das Chili war wirklich schön leicht scharf. Wenn ihr mich das nächste Mal dran erinnert, speziell jetzt der Wolfgang, ich habe ja einen Franzosen an der Hand, den ich ja relativ gut kenne, der da unten auch einen Vape-Shop hat. Den könnte ich ja mal ansaugen, warum das so ist mit der Mango. Beziehungsweise, und ob das wirklich der Fall ist. Es wäre halt mal interessant. Wie es bei denen so generell aussieht. Ja. Weil, so wie ich das verstanden habe, ist das ja, die haben ja auch die TPD, klar. Nur, andersrum. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann mich auch irren, ne? Ich meine, die haben das genau andersrum wie wir. Wir müssen ja die Geräte anmelden, 6 Monate warten, dann dürfen sie in Verkauf, also die Hardware. Software, wie gehabt, ne, bis maximal 20 Milliliter und so weiter mit 10 Milliliter und hast du nicht gesehen, ist ja quasi hier der Fall. Bei denen ist es wohl so, wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie die Geräte nicht anmelden müssen, aber die Liquids. Ja. Deswegen war ich halt immer so angefickt, weil wenn ich da runterfahre, dann gönne ich mir direkt die Hardware und er ist einfach super happy, wenn ich ihm einmal deutsches Bier mitbringe. Und da steht er voll drauf. Da geht der absolut steil, der Junge. Und wenn ich ihm dann mal ein paar Liquids mitbringe oder ein Aroma oder ein Longfill, ein Shortfill, was weiß ich, ein Middlefill, Fillfill, Fillgood, keine Ahnung, irgendwie sowas. Fillgood. Ja, ich müsste coole mal ansaugen. Ich bitte darum tatsächlich, weil sowas einfach mal dampfen im EU-Ausland, also nicht nur, ob man es darf oder nicht, ich meine, ist ja eh unstrittig, darf man eigentlich überall im EU-Ausland, aber wie sich's bei denen verhält, das war, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, auf der Hall of Fame im letzten Jahr, das Gespräch mit den italienischen Kollegen von dort war sehr interessant, also mal ganz davon abgesehen, dass halt der eine Berater des italienischen Gesundheitsministers ist, mehr oder minder, wenn ich es richtig im Kopf habe, war richtig cool und großes Dampfermagazin, war cool, aber da hat man auch festgestellt, uns hat es in Deutschland gar nicht so schlecht getroffen. Nee, Italien kannst du Liquid nicht bezahlen. Da kosten Nikotin. Nikotin, ja, das ist, was war das, 10 ml, 40 Euro oder 35 Euro oder sowas? Es ist auf jeden Fall, ja. Es war auf jeden Fall arschteuer. Entschuldigung. Richtig teuer. Ich habe gesagt, ja, wie alles gut. Deswegen machen die sich in Deutschland auf den Messen so die Taschen voll. Ja. Also Nickshot für einen Euro, vergiss den Fall. Das geht da überhaupt nicht klar. Ja, dann weiß ich ja, wo ich jetzt demnächst meine Nickshots verkaufe. Danke für den Tipp. Sehr gern. Geil. Aber das meiste ist wohl Steuer bei denen. Das ist das Problem. Geh ich nach Italien. Italien mache gute Geschäfte. Gehst du nach Italien mit großen Koffer? Machst du Koffer voll und machst du Bauchladen? Ja. Sage ich, Mama, gute Nikotin. Ey. Was natürlich auch geht, fällt mir gerade ein, da ich ja im Juli/August wieder unten bin in Frankreich, könnte ich ja, vielleicht mache ich mal ein kleines Video. Vielleicht frage ich ihn einfach mal, ob er ein kleines Interview mit mir macht und dann setze ich das vielleicht online. Nimmst du mich mit? Das ist auf jeden Fall eine echt geile Idee. Vielleicht könnte ich ihn ja mal zu Skype einladen. Maybe. Wir allerdings spricht er dann halt nur Englisch, ne? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Kein Französisch. Doch, ich kann Französisch, nur halt der Rest so. Der Welt nicht. Oh. Nee. Ich hätte das fast kommentiert, aber wir haben ja noch keine 22 Uhr, also ich lasse es. Ja, zumindest ja, der Sprache. Französisch ist halt so eine Sache. Ich beherrsche zwar die Grundsachen, allerdings, wenn es dann sowas geht hier mit Verdampfer weiß ich nur, das heißt Atomiseur. Und wenn das dann aber losgeht mit Schrauben und was weiß ich, diese ganzen Fachbegriffe und sowas, oh, was? Ich bin froh, wenn ich an der Tankstelle sagen kann, wo ich getankt habe. Ich bin froh, wenn ich morgens ein Baguette kaufen kann. Ach nee, muss ich ja gar nicht mehr, da steht ja jetzt bei uns gegenüber so ein Baguette-Automat. Was? Ja, die haben wirklich, da kommt morgens ganz früh kommt der Bäcker, das ist kein Witz. Es ist ja wirklich so, dass die Franzosen, die lieben ihr Baguette. Das ist ja jetzt nicht einfach nur so, hey, das, was wir als Brot und Brötchen, Baguette, nur Baguette. Und dann kommt morgens früh der Bäcker und macht diesen Automaten voll und dann kannst du dir da, was weiß ich, da für einen Euro oder sowas so eine Pariser Stange besorgen. Halt aber auch 24 Stunden. Das heißt, wenn du dann morgens um 3 Uhr aufstehst, denkst du, boah,
Kinder, jetzt ein Baguette. Geht. Ja, also habe ich oft, dass ich mir morgens um 3 denke, scheiße, jetzt wäre so ein Baguette echt geil. Kennst das Problem also. Das ist regelmäßig. Das ist auch ein Verlangen, was man dann einfach entwickelt. Ja, so. Jungs. Da gibt es noch was viel Geileres. Also das finde ich was ja schon geil. Was vom Rad zu fahren. Matt. Gute Preise. Matt, jo. Ja, für Matt sind wir ja auch wirklich in Deutschland bekannt und andere Länder können gar nicht verstehen, gerade teilweise Amerikaner, dass wir Matt essen. Rohes Schweinefleisch ist für die ultimative Mindblow-Aktion, weil das für die halt wirklich giftig ist in ihrer Gesellschaft quasi. Aber in deren Breitengraden, meinst du? Ja. In ihrer kleinen, engstirnigen Welt. Vor allem bei den Amerikanern ist es halt... Ja, es ist aber halt wirklich so. Für Amis ist das rohes Schweinefleisch zu essen. Ja, aber klar, rohes Schweinefleisch essen vollkommen klar. Ist für die German total Sushi. Krank. Ja, nennen die teilweise so. Ja. Ist das bei den Amerikanern, waren das nicht die irgendwann angefangen haben mit Raw Chicken und sowas? Die dann halt quasi das Hähnchen von außen scharf anbraten und es dann essen? Ja, aber das ist ja kein Schweinefleisch, ne? Ja, da hast du recht, Raphael. Ja, halt besser. Viel geiler finde ich, dass die den Truthahn ja auch frittieren, ne? Die packen den komplett ein und dann ab in eine Fritteuse damit für ein paar Stunden, wenn sie Thanksgiving machen. Ey, das ist geil. Traditionell ist im Ofen, aber die mittlerweile frittieren den ganz viel. Das ist und, super. Und kannst wenn du mit der Baguette-Mauer anfängst, da gibt's was viel Geileres. Wir haben hier bei uns in der Ecke überall Grillfleischautomaten, die wird's aber mittlerweile, denke ich mal, in Deutschland öfters geben. Was? Grillfleischautomat? Ja, Grillfleischautomat. Ist sau geil. Kannst du mal eben sonntags hinfahren, kostet natürlich einen Euro mehr das Fleisch dann, aber dann schmeißt du einen Fünfer raus, kriegst, ich sag jetzt mal, 4 Bauchspeck luftdicht verpackt und fährst wieder nach Hause und kannst du auf den Grill schmeißen. Ist echt genial. Und vor allem im Sommer Lust auf einen Riesenschlangensteak aus dem Automaten. Ja. Wo gibt es das? Noch geiler ist hier in Holland. Kennt ihr diese Snackmühlen? Also Snackmauern auf Deutsch. Das sind wirklich Mauern mit kleinen Schließfächern. Da könnt ihr an der Seite 1 Euro oder 2 reinschmeißen, je nachdem, was das da drin kostet. Und dann klappt das auf, nimmt's raus. Und da drin sind dann zum Beispiel 2 Frikandeln, 3 Kroketten oder alles Mögliche. Bitterballen. Bitterballen. Das ist super. Das ist Febo, das Leckerste. Ah, hier haben wir Ahoi. Das macht also, mich gerade alles irgendwie traurig hier. Ich finde gerade keine Quelle dazu, aber soweit ich es im Kopf habe, stammt dieser erste Wurstautomat, ursprünglich war es nämlich tatsächlich nicht nur Grillautomat, sondern allgemein Wurst, aus einem Nachbardorf von Christian und mir. Aus Mantel in der Oberpfalz. Ah, das habe ich auch schon mal gehört, ja. War ja wieder klar, dass es aus dem Ausland kommt. Ja, ehrlich. Übrigens, Raphael, diesen Automaten, den gibt es auch hier in Duisburg. Okay. Sie weiß halt, bei uns hier hat ein Landwirt angefangen und hat einen Milchautomat aufgestellt, dass du frisch Milch holen kannst bei ihm. Und irgendwann kurz danach hat er auch so einen Grillfleischautomat dazu. Ja, damit die Schwaben noch wachsen, oder was? Nö, dass halt die Schwaber am Sonntag einkaufen können. Wenn sie es mal wieder vergessen hätten. Sonntag muss man sparen. Aber also. Leute? Das Blöde ist halt nie ein Schwabe hingegangen, weil es einfach 1 Euro mehr kostet. Und was kommt? Und was kommt hier bei uns? Geil. Da gibt es keinen Wurstautomaten, sondern da gibt es den Schnitzelwagen. Santa Maria. Ja, bei uns fährt auch jeden Tag der Schnitzelwagen vorbei. Ja. Schnitzelwagen. Ich bin in Österreich, weil dann ziehe ich ihn sofort um. Nee. Also, ich gehe 5 Minuten zu Fuß und bin beim Fleischhacker direkt. Beim Metzger heißt das bei euch. Ich wollte gerade sagen, heißt es bei euch Fleischhacker? Fleischhacker? Fleischhacker heißt das bei uns, ja. Geil. Das beschreibt ja wirklich, was. Was er macht. Das ist pragmatisch. Er hackt Fleisch. Mechaniker ist der Schraubenverdreher. Wo gibt es Liquid-Automaten, will die Biggie Poo wissen. Das würde mich auch interessieren. Gibt es sowas? Nö. Ja, gibt's ja. Ich hab's noch nicht in Österreich. Leute, hat das einer schon mal gesehen? Liquid-Automaten, bis es im Stream kommt. Ich habe schon einen im Stream gefragt, weil er sagte, dass es die gibt. Weil im Internet habe ich die auch schon öfters gesehen. Aber ich habe es noch nie live gesehen. Wir hatten ja mal kurzzeitig überlegt, in Ratingen so ein Ding mal hinzustellen.
Es scheiterte an der Umsetzung. Automatisch. Wie machst du das? Ja, toll. Und dann kommen die Idioten und reißen uns das Ding auseinander. Ja, toll, gut gemacht. Das Blöde an den hier bei uns, der Offliner wollte das auch gerne machen, aber das war damals CPD2 bedingt. Das Blöde war nur, du hättest von ihnen dann eine Flasche vorher kaufen müssen, die ihr dann immer befüllt, und die hätte dann 30 Euro gekostet, und ich glaube, daran hat es dann bei ihnen gescheitert. Boah, ja, er wollte so eine Vorbestellung haben, ja. Ja, aber Manuel Insteam schreibt, Liquid Automat steht bei ihm in Salzburg. Also gibt es sowas tatsächlich. Ich finde das auch gar nicht so abwegig. Also wenn ich mir bedenke, mittlerweile werden die Zigarettenautomaten immer weniger. Ne? Warum haben wir nicht in 5 oder 10 Jahren vielleicht in jeder zweiten Kneipe oder was weiß ich, Straßenecke einen Liquid-Automaten? Finde ich jetzt, genau neben dem Kondomautomat natürlich dann. Nee, aber finde ich jetzt gar nicht so unvorstellbar. Also wenn ich jetzt sehe, dass wir einmal die Johannisbeere in 6 und eine Taschenmuschi. Jo. Das war... Okay. Das war beispielsweise auch schon an der Realkasse hier bei uns auch schon Liquid stehen haben. Und ach, jetzt auch nicht mal das Allerschlechteste. Ja, ja. Von Nico Liquids bei Real an der Kasse. Dann scheinen die aber mit Real irgendwie einen Deal zu haben, denn bei uns im Real gibt es da auch so einen kleinen Aufsteller. Der steht jetzt nicht unbedingt prominent da, muss man dazu sagen, aber er steht da. Ja. Real gibt es auch im Ausland? Wusste ich gar nicht. immer rein. Heute. Wir waren heute bei dem nach müde kommt Doof-Stream und ich habe von Anfang an gesagt, ich bin schon lange. Oh. Ich bin schon lange über müde hinweg. Ja, heute allgemein. Ich habe kurz überlegt, ob ich hier zwischendurch reingerätschen soll, wenn 2 oder 3 Leute durcheinander sprechen, aber ich habe das für heute aufgegeben. Das ist heute der, ich habe es so angekündigt, nach müde kommt Durststream, und ich hoffe, ihr kommt klar damit. Ja, Eskalation. Ja. Also immerhin über 230 Zuschauer scheinen bisher damit klarzukommen. Scheint also zu passen. Grüße gehen raus an euch alle. Schön, dass ihr da seid und schön, dass es euch offenbar gefällt oder ihr zumindest nichts Besseres zu tun habt gerade. Und er hat einen neuen, die hier mal Huhu schreiben. Huhu. Huhu. Und übrigens, bei meinem Video gibt es einen neuen Höchstbietenden. Wolfgang? Lass mich raten, Kollege Nummer 2. Ich frage mich gerade, ob ich bisher überboten wurde. Ich habe noch nicht aktualisiert. Bis jetzt noch nicht. Also magst du nochmal den Link posten, Bossi? Ja, sehr gern. Wolfgang würde 250 Euro nicht überboten. Aber nur wegen Wolfgang. Ich bin aber auch, ich habe mir überlegt, wie gehst du rein? Ich bin jetzt mal human eingestiegen. Hast du jetzt einen Fünfer draufgelegt? Das dauert ja noch bis nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag. Ach, ja, ja. Ich warte noch ein bisschen. In 5 Minuten vor Schluss. Da mache ich eine Minute vor Schluss. Dann mache ich 10 Sekunden vor Schluss. Das packt er seinen Beat-Agenten aus, ey. Das funktioniert eBay-artig, finde ich gut. Bis zum 12.04. 23:59 Uhr. Und 59 Sekunden. Also immerhin jetzt schon mal Höchstbietender, das finde ich schon mal gut. Ja. Alter, jetzt hast du aber einen rausgelassen. Leck mich am Fuß. Hallo Michael. Hallo. Unser DNA-Papst ist zu. Ich habe ja ein gewisses Limit im Kopf. Du und deine Limits. Dann musst du aber einen Livestream machen und das musst du dann live auslosen. Auslosen nicht. Was tust du, wenn du nur 10 Zuschauer hast? Ach, fix. Ja, aber dann ist es wenigstens festgehalten. Sonst schreibt auch noch keine Ahnung, eine Stunde später noch ein höheres Gebot. Nein, dann will der nicht. Das Ende ist ja fixiert. Ja. 12.04. 23:59 Uhr. Wer zu diesem Zeitpunkt Höchstbietender ist, der kriegt den Zuschlag. Alles, was danach kommt, zählt nicht mehr. Ist natürlich schade, wenn danach noch einer 1.536.000 Euro bietet. Dann könnte ich mir überlegen, ob ich nicht kurzfristig, aber vergiss es. Zeitumstellung war noch nicht. Alles gut. Kannst du ja die Kommentarfunktion. Wir hauen jetzt am Freitag übrigens auch ein Apex-Video raus. Also ich werde das noch schneiden. Ich habe noch schon was anderes in der Pipeline, aber das habe ich verschoben auf eine Woche später. Ist schon fertig. Ich werde das Apex auch schneiden, weil wir haben das auch schon abgedreht am 23. Das ist für Montag eigentlich, weil das ist ja kein Liquid-Review an sich. Ja, dann kommt es halt Montag. JD, hast du denn mitgeboten? Nö. Okay.
Zwischendrin schöne Grüße an den lieben DNA-Papst Solvape. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, und aus irgendeinem Grund habe ich es gerade geschafft, hier rechts mein Chatfenster in Slops kaputt zu machen. Da sehe ich jetzt das Video vom Bassi und nicht mehr den Stream. Wie auch immer wow, das super. Passiert ist. Kaputt gemacht. Wie, wo, was? Ich hab's jetzt, ach, egal, macht einfach weiter, ich bin verwirrt. Ja, ich versuche gerade meine Coils jetzt zum Glühen zu kriegen, weil jetzt habe ich Bock auf Vape History, aber es will mir nicht so ganz gelingen. Du wickelst die Schüssel dann noch eine Stunde, oder? Oh! Morphos, das ist absolut korrekt. Okay. Ich würde ganz kurz gern einen Kommentar aus dem Chat vorlesen, denn den finde ich gerade sehr, sehr schön. Auch eben von einem Neuzuschauer offenbar. Frank Yankee schreibt: Bin heute per Zufall auf euch gestoßen. Angenehmer Stream von euch. Glaube, ich schaue öfter mal rein. Vor allem wegen dem Lokalpatriotismus. Hashtag dumme Klemmer. Vielen lieben Dank. Freut uns immer, sowas zu lesen. Ja, wenn es gefällt, freut es uns umso mehr. Es ist nicht immer ganz so verplant wie heute. Meistens ein bisschen dumm. Das passiert auch, weil wir eskalieren zwischendrin hart. Aber heute sind wir einfach alle platt, habe ich so das Gefühl. Alles gut. Yeah, Content. Alles gut. Das passiert so, schon mal. Jetzt kann ich mal Vaporzeit erstmal nicht mehr benutzen, weil der so heiß ist. Was habe ich eigentlich Neues? Ich weiß es nicht. Was hast du Neues? Nichts. Sehr gut. Kein Wipe. Wonach schmeckt das? Ein bisschen fad. Also ich kann es nicht weiterempfehlen. Aber ich war heute auch so einen guten Freund besuchen. Dem habe ich letztes Weihnachten eine Enduro T18 geschenkt. Damit kam er nicht so wirklich klar. Und jetzt hat er gesagt, hey, komm, hast du vielleicht noch was anderes für mich, dass ich das mal durchprobieren kann. Und dann halt auch noch dies und das eingepackt und mal gucken. Mal gucken. Also deswegen habe ich auch gerade, weil die Frage im Chat kam, nach einem guten Kaffee-Liquid, habe ich das Kaffee Brasiliano gerade nicht mehr am Start, angemischterweise. Decadent Vapor. Vapor. Hat ja jetzt fast jeder hier im Stream. sehr gutes Kaffee-Aroma, tatsächlich. Ja, ich hab's. Also, schmeckt mir sehr gut. Ich habe mir das auch mal wieder seit nach längerem wieder in die Dampfe gepackt und da, wo, ich sag mal, einen Verdampfer, den heute fast keiner mehr auf dem Schirm hat so richtig, oder vielleicht, ich glaube, gar nicht mehr so viele Leute nutzen, der Markus kam damit mal wieder um die Ecke und es fiel mir ein, dass das richtig gut schmeckt, und zwar Kaffee auf Mesh im BT. Okay. Probier das Kaffee mal aus. Kaffee Brasiliano oder was? Kaffee Brasiliano auf Mesh, allgemein cool und vor allen Dingen im BT. Also der BT, geil, der ist ja relativ umstritten gewesen, oder ist er vielleicht auch immer noch, und er war der erste seiner Art und nicht perfekt, aber das Kaffee Brasiliano schmeckt hier drin richtig, richtig geil. Muss ich doch direkt mal ausprobieren. Hat so eine, schmeckt auf, geil, Tobi. Ja, schmeckt auf Mesh gefühlt irgendwie so ein bisschen mehr nach, ja, so einem Latte Macchiato Eiskaffee. Geil. Hä? Ich finde schon. Also für mich geht das mehr so in Richtung Eiskaffee. Die Frage ist immer, was ist mit den Röstaromen? Die kommen im BT nicht raus. Nee. Lass ihn kokeln, dann hast du auch Röstaromen. Darf der Markus aber nicht hören. Würze. Und wenn jetzt gerade noch was im Chat passiert, muss das irgendwie mal von euch jetzt übernehmen. Ich kriege gerade meinen Chat hier auf der rechten Seite nicht wiederhergestellt. Tristan, habe ich dein Emote gestern richtig verstanden, dass du so mehr oder minder ein leicht feuchtes Höschen bekommen hast, wegen dem Bild, das ich in die Gruppe geschmissen hatte? Oh ja. Da wollte ich auch noch drauf ansprechen. Den hatte ich schon gesehen, wie ich es wusste. Ich habe es gestern durch Zufall entdeckt, so beim Durchstöbern von Facebook, dass German Steel Vapor, hier scheinbar sind die wohl sehr, sehr lange inaktiv gewesen auf Facebook, aber da haben sie jetzt wohl ein Bild gepostet. Ich weiß nicht, ob es den schon gibt, aber den Chevolution Squared, also Chevolution 2 oder Hoch 2, wie man es auch immer sagen möchte. Okay. Hoch 2. Hoch 2 Squared wäre in meinen Augen das Gleiche. Ja.
ich habe da irgendwas auch von Mesh gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das zwingend ein Mesh-Deck ist. Es soll, ich glaube eher nicht. Es soll wohl auch Mesh-fähig sein. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich das hier so halbwegs hinkriege. Sonst muss ich das Bild gleich mal irgendwie anders einfügen, aber scheinbar geht es. Das ist das Deck und ich habe noch keine Ahnung, wie da Mesh rein soll. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie da allgemein irgendwas rein soll, weil das gefühlt eine Platte ist. Oder die ist irgendwie zweigeteilt mit Isolator dazwischen. Aber das ist eine Platte. Richtig, da werden wir, denke ich, mit Sicherheit noch schlauer werden mit der Zeit. Und da das mal wieder ein Produkt ist, was jetzt neu rauskommt, in meiner Zeit, in der ich dampfe, werde ich mir den, denke ich, auch zulegen. Das ist der G-Volution. Ja. Ich habe das gerade gefunden aus dem Dampferboard. Da hat ein Nutzer geschrieben. Ich zitiere mal kurz. Schau an, da haben die beiden Hessen Heiko und Toto genannt. Also was Neues am Start. Man darf sich die Augen reiben, gerne wundern und vielleicht auch die Sinnfrage zum neuen Wurf stellen. Warum? Da wird mit Mesh gewickelt. Ja, ein Mesh RTA aus Hessen. Zum Preis von ca. 190 Euro wird der zu haben sein. Ende nächster Woche, was eher Richtwert als Stichtag ist, nach Manier der Hessen, wird der G-Volution 2 auf den Markt kommen. Bla bla bla, bla bla bla, ja, verrissen. Aber technisches Topcoiler, 4 Dochte, Single, in Anführungsstrichen Single Coil, Durchmesser 23 mm, Tankinhalt zwischen 4 und 6 Milliliter. Aber technisches Topcoiler, 4 Dochte, Single, in Anführungsstrichen Single Coil. Ist natürlich eine Hausnummer, aber irgendwie fixt mich das. 23 mm Tankinhalt zwischen 4 und 6 Milliliter. Ja, Raphael, aber mit sorry. So, jetzt geht's weiter. Vier Dochten, könnte der massiv Nachfluss produzieren. Das hat der Gelite auch schon gemacht. Ja. Nie besessen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich entschuldige jetzt gerade mal, ja, ich hab gerade irgendwas, ich entschuldige gerade, sollte es einmal gerade kurz ein bisschen ruckeln. Ich versuche gerade irgendwie meinen Chat wieder hinzukriegen, weil ich dann doch gerne mitlesen würde. Und das klappt gerade nicht so ganz, deswegen packe ich mir jetzt gerade einfach ein Chrome-Fenster und werde den Chat da ausploppen. Lisa, ja, weitermachen. Und Action. Deswegen Entschuldigung. Der Kiwi Franka aus E schreibt, der Genius hat 6 Dochte. Okay, ja. Sind die denn so offen, dass sie diesen Nachfluss brauchen und man eine entsprechend hohe Leistung fahren kann? Ich habe keine Erfahrung damit. Also. Du hast kein Genius? Bitte? Du hast kein Genius? Nope. Okay. Nö, also der, ja, Leistungsmonster, ne? Okay. Wenn man es will, sagen wir mal so. Ja, muss man ja nicht, aber ist für Dual Coil ausgelegt und ja, schreit halt auch dementsprechend dann nach Leistungen. Ja, und wann ist der rausgekommen? Ich weiß es gerade nicht, der Gelite, das ist schon ein bisschen was her. Na, der Genius. Genius war ja vorher. Naja, aber der war ja noch nicht ganz so viel Leistung. Der kocht ja über 50 Grad, sage ich jetzt, über 50 Watt. 60 Watt fängt er ja schon langsam an zu kochen, weil es halt einfach komplett massives Metall ist. Ja, aber es ist Open Draw, also da hast du riesen Luftschlitze für beide Seiten und der ist für Dual Coil ausgelegt. Also ich bin immer so mit 80, 90 Watt, habe ich dann immer dampft. Okay, ja gut. Ja, der ist aber nicht warm geworden oder so. Ich sage, der Kiwi dampft ihn allerdings, ich meine, mit irgendwas um die 0,4 Ohm und damit 40 Watt oder sowas. Aber den, Moment, das ist dann der Genius. Genius hoch 2, genau. Ich meine, man kann da die Tochter rausnehmen, da ist eine Wurmschraube dabei, dass man das Loch verschließen kann, ne, zum Beispiel. Also du kannst jetzt zum Beispiel nur außen die 2 oder den mittleren reingeben oder halt rausgeben, das mittlere Seil und zuschrauben. Ne? Also da hast du Gewindestifte dabei, dass du das Loch verschließen kannst. Ja, also das wird cool auf jeden Fall. Aber ich bin schon mal auf der Seite. Ich muss mir das Ding mal angucken. Fürchtlich. Oh, ich hab noch was gefunden hier. Soll ich es kurz vortragen? Ja, bitte. Oh, so trage ich es. Erster Batch, nur gedrehte Oberfläche. Preis 189 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Online-Verkauf startet voraussichtlich Freitagabend, 5.4. Spätestens Samstagmittag, 6.4. Lieferzeit 4 bis 6 Tage.
Händlerbestellung, aber Reservierung, Vorbestellung aus Abhängigen nicht möglich. Seriennummerwünsche können in Bemerkung zur Bestellung geäußert werden, jedoch nicht garantiert. Eckdaten, 23 mm Durchmesser, Länge ca. 55 mm ohne 15er und Zip-Tip, Füllvolumen ca. 4 ml über Befüllventil, 7x7 Dochter on board. So, Raphael, du weißt, was zu tun ist, und zwar hart die F5-Taste hämmern. Oh, das wird ein Button-Mashing, geil. Das wird, ich glaube, wir müssen das auch simultan machen, weil das wird wirklich Button-Mashing. Mhm. Ich guck mal, warte. Haben Sie angegeben, welche Uhrzeit circa? Nein. Oh, Scheiße. Natürlich nicht. Hier steht nur Freitagabend, spätestens Samstagmittag. Ja, das ist ja ein dehnbarer Begriff. Ja. Frage aus dem Chat von der Diana Catherine Ardilla. Welches Liquid dampft ihr alle gerade? Ich selbst dampfe wie immer mein Cash Cake vom Psycho Bunny. Das dampfe ich sehr gerne. Und ja, momentan, wie gesagt, das Dampfbossi Nummer 2. Das ist lecker Mango Black Rand. Ne? Und einen Hauch Kühle. Ansonsten das Aloe wäre das. Habe ich auch im Einsatz da. Da muss die Flasche muss einmal weg. Da springe ich auch direkt mal bei mit Nummer 2 und 3. Und 2 war die Mango mit der Johannisbeer, mit der schwarzen Johannisbeer. Schmeckt man sehr gut. Oh, ich habe das Logo aber wieder scheiße hier gehalten. So. Und Nummer 3, die süße Mandarine im Milch, hatten wir gerade auch schon mal drüber. Schmeckt saugeil beides. Also das eine feiere ich, weil es schön süß und frisch ist. Und das andere ist süß und herzhaft, also herrlich. Genau das, was ich mag. Oha. Ganz kurz, lieber Wolfgang. Mhm. Ich habe gerade Content bekommen von meinem Special Man an der GSV. Entschuldigung, an der German Steel Vapor Front. Kannst du ja später mal in unseren Chat gucken. Da habe ich es gerade mal reingepostet. Ich gucke. Ja, Entschuldigung. Ganz kurz, ja, wollte ich gerade sagen, Entschuldigung für die harte Unterbrechung, wie der neue Dings da gewickelt wird. Okay. Ja, dann mache ich mal weiter. Was dampfe ich denn so? Ich dampfe Kaffee Brasiliano, hier angeblich stehen 100 ml. Ja, Kaffee Brasiliano, sehr, sehr schön auf MTL. Und ich habe mir für heute mal das Elfenwasser wieder hingestellt, weil das ist sehr, sehr lecker. Okay. Ich dampfe momentan alles, was mir jetzt schmeckt. Wenn die doch meine Erkältung momentan so oder so nicht schmecken, so war ein altes Scheiß mal los. Gut, dass du die Reviews schon gemacht hast. Ja. Sehr interessante Anleitung, aber sehr schmaler Meshstreifen. Ja. So, soll ich mal kurz weitermachen? Ja, hau mal raus. Ja, meine Nummer 3. Ich muss sagen, ich dampfe im Moment immer noch das Royal Secret. Von Headshot. Habe ich das nicht schon angemischt? Wer? Du? Was weiß ich denn? Habe ich die Dampfbossis angemischt? Keine Ahnung. Du ich warte noch auf euch, Jungs. Wir sind beim Also der nächste Termin steht. Wir, durch die Demonstration hatten wir halt echt ein Zeitproblem. Alles gut. Kommt. Es ist also angemischt. Steht definitiv für den nächsten Termin an. Also wir müssen elektrisch. So viel. Soll ich gleich einen Test machen? Ja, also Nummer 3 kann ich gleich direkt am Anmischertester. Nummer 4 oder Nummer 3? 3. Ich nehme die 3. wer wollte jetzt eigentlich noch sagen, was er gerade dampft? Ich glaube, der Tristan wollte das gerade tun. Und dann wurde er hart unterbrochen. Ja. Nö, alles gut. Sehr schnell gesagt, wie gesagt, von das Royal Secret von Headshot. Yeah. Ja. Wie gehabt. Ist auch nicht mehr viel drin. Also, so langsam neigt es sich leider dem Ende zu. Aber es war lecker. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt einfach mal reingegrätscht, weil es gerade eben schon vermutet wird. Natürlich dampfe ich wie immer auch Kryptonit. Was auch sonst. Zum anderen ist es gerade noch, wie eben schnell wie ein Kaffee Brasiliano oder halt eben mein Alabama. Was ich aber auch gerade mal dampfe, und zwar habe ich dafür mal was ganz Altes rausgekramt. Ich habe es schon mal gezeigt, und zwar hier den Aromamizer, den alten RDA-Tank, also RDTA, wobei es kein RDTA ist, also wie auch immer, ne? Dieses wunderschöne alte Ding hier.
Und darin habe ich gerade das erste Mal so richtig wirklich, abgesehen vom Tröpfler, die Nummer 4 probiert. Und selbst in dem, der jetzt keine Geschmacksbombe ist, kommt das ganz gut. Also, nom nom nom. Yum yum yum. Ich hau mich dann einfach mal direkt dahinter. Ich habe heute Kaffee Brasiliano gedampft auf MTL. Sehr, sehr geil. Ist jetzt eben bei Spätzle. Und anders als sonst üblich habe ich etwas mehr in meine Rotation aufgenommen jetzt in den letzten Tagen. Sehr gut, löblich. Das ist meine Rotation aktuell. Hey. Also die zerötzelte Flasche ist Grey Knight, Royal Secret. Gerade im Tank habe ich Black Queen und natürlich darf es nicht fehlen, White Knight ist auch immer mit dabei. Das wird sich nach dem nächsten Drehtag verändern. Ganz ehrlich, ich hoffe es. Also, ich hoffe, dass ich nicht immer nur hier, ja, ich dampf White Knight. Ja, was dampfst du heute? Hm, White Knight. Kommt doch nie. Ich mein, ihr habt es ja schon probiert, also ist ja nicht so, dass du das nicht. Ja, aber jetzt mal wirklich auf stärkeren Verdampfern interessiert mich halt umso mehr. Ja, auf jeden Fall. Jetzt zur Hall of Fame kommt ja das Grey Knight raus. Muss dann zuschlagen. Und das Coole fand ich auch, der Roman hat erzählt, dass er das komplette Geld spenden möchte. Der komplette zumindest Gewinn einen sehr, sehr großen Teil für Charity Line 3.0. Nein, der komplette Gewinn von Grey Knight möchte. Gut, dann ist das sogar eine neuere Information noch. Also ich. Ja, ich habe ja drauf am Samstag. Ah, okay. Ja, dann ist die neue. Ja. Aber es ist eine coole Sache. Ja. Vermutlich halt nur das abgezogen, was für die Produktion draufgegangen ist, logischerweise. Klar. 18, ja. Ja, so wie es Apex ja auch macht, ne? Ganz genau. Ja. Genau. Jo. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Und auch auf Charity Line 3.0. Also. mein armer Geldbeutel. Weiß man schon, wann der. Weiß man schon, wann der startet? Charity-Line ich denke wieder im Sommer, also er will ja zweimal pro Jahr, da macht es Sinn, dass er wieder im Juni ungefähr wahrscheinlich starten wird, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, damit es mit Dezember wieder ausgeht. Ja. Hm. Klingt ja noch was. Ja. Was macht man Internetverbindung? Richtig groß war das Ding. Er hat ja angefangen mit dem, was er eigentlich zu viel hat und hat es einfach versteigert. Ja. Im Jahr drauf hat er dann so viele Sponsoren gehabt. Da bin ich mal gespannt, wie es dann dieses Jahr abgeht. Es wird richtig groß, denke ich mal. Ich würde mich freuen. Ich glaube 68.000. Oder? Na, 77, oder man's? Es waren auf jeden Fall über 50. Ja, das auf jeden Fall. Das definitiv. Und es war halt überragend. Also beim ersten Mal 17.777 und 77 Cent. Und da hätten sie sich ja gefreut, wenn sie nur 10.000 dann beim zweiten Mal geschafft hätten. Aber wurden halt wieder komplett überrannt und das war mega. Und wir haben die 10 Stunden am Stück durchgestanden. Ja, nur mal. 56.222,221. Irgendwie sowas. Ja, ich hätte gerade eine lustige Idee. Könnte man vielleicht mit dem Roman entsprechend vorher absprechen? Dann machen wir ein Let's Watch Together draus. Geil. Geile Idee. Ja, die Frage ist nur, wann im Sommer. Also, du meinst quasi im Stream restreamen oder. Wie mal, ja, so ein Restream quasi halt mit Comment drüber. Ob er das mag, weiß ich nicht. Aber ich finde es, also wir machen es sowieso. Wir sitzen richtig, sowieso wieder zusammen. Schwierig ist es halt, weil jeder, der potenziell dann zuschaut bei diesem Restream, nicht dort ist und Geld ausgibt. Ja, gut. Das sollen die Leute natürlich trotzdem tun. Also das ist der einzige Moment, wo ich die Leute wirklich dazu auffordere, Geld auszugeben. Weil es halt immer für einen guten Zweck ist. Das, ja. Ja, klar. Gefällt uns einfach allen so der Gedanke dahinter. Das war jetzt auch gerade mal so spontan. Wann im Sommer? Klar. Was sagt der Tristan? Wann im Sommer ungefähr? Weiß man das schon? Ich frage jetzt. Es ist einfach die Vorplanung. Ich glaube, wir müssen ihn echt irgendwann mal dazu holen, das endlich mal in die Tat umsetzen.
damit man ihn vielleicht schon die ein oder andere Information entlocken kann. Nee, ich frage nur, weil wenn das dann nämlich ziemlich warm ist, muss ich mich wieder beim Raphael einquartieren, deswegen. Ja, das kriegen wir hin. Die Klimaanlage steht da. Oder du musst das Ding halt mitbringen, hängen wir halt hier ab. Aber irgendwie muss das gehen. David Schneider hat sie erfasst. Hashtag, das Geld muss weg. Ja. Es bringt ja nichts, wenn ich die Bank anruft, hey, was wollen Sie mit dem ganzen Geld? Weg damit. Kriegen eh keine Zinsen. Also lieber für einen guten Zweck ausgeben. Ja, ich krieg Zinsen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Mir fällt die Hälfte Zinsen. Ja, was denn? Nach ja, ist Konto. Auch so. Ja, ja. Ja, aber gut. Tristan, Zinsen sind es erst dann, wenn es mehr als wie die Inflation ist. Und das ist momentan nicht auf der Bank. Ich habe ja nicht gesagt, wie viel Zinsen ich bekomme. Ja, also. Ich glaube keine. Ich werde es gleich tröpfeln. Ich hatte nur leider hier noch einen dreiviertel Tank mit Elfenwasser drin. Und das will ich jetzt nicht wegkippen. Ja, und ich kriege meine Korn. Und schon schmeckt die Bruni wieder. Meine Fresse. Ja. Wo ich gerade deine Bruni sehe, das Thema hatten wir auch beim letzten Mal aufgegriffen kurz. Gibt es schon neue Infos vielleicht eurerseits vom Super Soap Cotton ja Port und nein. Bio Style? Okay. Es gab Rückmeldungen. Jetzt habe ich tatsächlich bisher vergessen, Entschuldigung, lieber Max, ihm zu antworten. Schande. Ihm ist bewusst, dass der Geschmack eigen ist. Eigen. Um es mal so zu sagen, was feststeht, ist. Sie wollen versuchen, da noch was zu drehen, aber es soll nach wie vor biozertifiziert und Fairtrade bleiben. Macht es natürlich schwierig. Aktuell ist die Watte gewaschen und noch irgendwas gekämmt oder sowas. Ich müsste es gerade nochmal nachlesen. Sie versuchen für den finalen Verkaufsstart, das war also scheinbar ein Softstart oder so, auf der Pure Vape, wollen sie noch was ändern und ja, ich werde ihn definitiv nochmal kontaktieren, dass wir vielleicht von der nächsten Batch gleich mal was abbekommen und da mal reinschmecken können, wie sich das dann verändert hat oder auch nicht. Ja, weil aktuell, also ich brauche mit der Bruni 3 Tanks, und das ist gar nicht mal so wenig, bis ich keinen Wattegeschmack mehr drin habe, der so wirklich, also es schmeckt nach brauner Watte. Also so stelle ich mir den Geschmack der braunen Watte vor. Also 3 Tanks ja, brauchst du, bis das weggeht. Ja. Christian, ja, das ist auch wieder. Ja. Das war wirklich unerwartet schwierig, ja. Also, ja, war wirklich schwierig. Ich finde auch, das Verleger von der Watte ist echt schwierig, weil die das ist so richtige, weiche, fluffige Watte, optimal für Kopf. Hey, die hat einen Nachfluss, bis der Arzt kommt. Du kannst ja gefühlt Dauer drauf drücken, die wird nicht trocken. Hat einen super Kapillareffekt, aber sie schmeckt halt echt extrem schwierig. Wenn sie initial befeuchtet wurde. Richtig, wenn sie einmal nass ist. Wie die Seuche. Die zieht wie Sau. Ja, ansonsten aber, kann man da auch gerne mal einfach einen Tropfen Liquid draufstellen und der bleibt dann auch erstmal da. Alter. Aber gut, Nummer 3 gut. Ja, ja. Produkt ist per se echt super, nur eben mit dem Eigengeschmack. Naja, ja. Die 3 ist gut, habe ich gehört. Nom, nom, nom. Komm doch mal besser, sagt er. Ja, das ist ja übelst geil. Ich habe schon wieder vergessen, wie es schmeckt. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt nochmal auf das Thema Super Soap Organic Cotton Cord eingegangen sind, weil wir das Produkt halt eigentlich echt cool finden. Das hat übelst gezogen, leck mich am Arsch. Das hat übelst gezogen. Übel. Ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Mir haut gerade die Kimmer hinter. Das ist ja mega geil. Du darfst nicht vergessen, auf der Pure Vape war es ein Melo 3. Also da liegen halt dann doch nochmal. Aber ja, unverfälschte, direkte Emotionen. Live. Das und kann Christian. Was eine fette Mandarine, Alter. Was eine fette Mandarine. Also ich finde, das hat was, wie wenn der Mandarine oder der Orange nimmst und du drückst die Schale zusammen und dann spritzt die durch leicht. Und das in der Feuerneispritze. So riecht es. Ich hab's schwacher in Erinnerung. Schwacher. Melo 3! Ja! Warte, aber Melo das ist ja kein Tröpfler, das kickt mir gerade. Melo 3, Tröpfler. Ja. Ja, kennt man doch, den Melo 3 Tröpfler. Unglaublich lecker.
Ah, okay, okay, okay. Ist mein Empfinden, wenn ich an das nächste denke. Ich werde das die ganze Woche verzehren. Bossi, wenn mir das nächste Woche Mittwoch immer noch schmeckt, dann... Ja. Alter, dann ich werde das die ganze Woche verzehren. Die Gefahr ist natürlich da, dass das Liquid nicht so lange hält. Ich fürchte auch, du hast doch noch die 30 ml Fläschchen von mir. Füll doch schon mal ein bisschen was weg. Für ich sollte das wirklich tun, sonst ist es weg bis dahin. Deswegen sage ich's. Ja, mach das mal. Ey, das kommt hier gerade übel. Ich sag's ja nicht ohne Grund, ne? Was war das jetzt? Nur Mandarine mit? Mandarine in Milch. Mandarinenmilch. Wir wissen ja inzwischen auch, dass Milch nicht immer zwangsläufig ekelhaft ist. Milch? Die Milch? Milch? Ja, kann ich nur bestätigen. Die Twisted haben uns da echt eines Besseren belehrt. Ja. Keks. Also im Chat bedankt, sich gerade wer für die Kartenclouds, was ich empfohlen habe. Ich habe da wieder ein bisschen. Du bist ein bisschen laut. Ja, ich eher die Tüte. Ich habe ein bisschen was nachbestellt von den Captain Klaus. Alter, das schmeckt ja übelst noch nach im Mund. Das ist ja krass. Das liegt so richtig auf Gaumen und Zunge. Und auch wirklich so, da wo es schmecken soll, das ist ja, krass. Raffi, kannst du vielleicht noch ein bisschen knistern? Oh, danke. Oh, Alter. Ich kann das auch. Ich glaube, sehr knistern. Hört doch jetzt auf, ja, liebe Zuschauer, es tut mir sehr leid. Ich habe leider absolut die Kontrolle über diesen Stream verloren. Ah, Alter. Christian, bitte stopp. So, ich habe jetzt gerade die Jungs einfach mal, ich habe jetzt gerade die Jungs alle einfach mal leise geschalten und wir gönnen uns jetzt einen kurzen Moment der Ruhe in diesem doch leicht eskalierten Durcheinander-Stream. Ich höre auch gerade gar nicht mehr, was die Jungs sagen, deswegen können sie ruhig weiterreden. Einfach mal einen kurzen Moment Stille. Ist das nicht herrlich? So, und jetzt geht's weiter. Vielen lieben Dank dafür. Oh mein Gott. Ihr dürft wieder. Ich bin mal trocken. Ich krieg einen Flash gerade. Jetzt sprecht euch mal an. So, und jetzt reißen wir uns alle mal etwas zusammen. Ja? Reißen wir uns am Riemen. Und dann kriegen wir das auch hin. So. Die letzte Stunde werden wir noch durchstehen. Ja, manchmal wird dumm eskaliert. Aber geh es leicht. Aber ist doch okay. Ist das schön. Oh Gott, es tut gut. Sehr geil. So. Ja, und vor allem, wenn Christian sich selbst mutet. Ja. Ich mag das Geräusch, das du machst, wenn du nichts sagst. Ich mag das Geräusch, von Mr. Würzig, ne? Genau. Ich hab's einfach mal nett formuliert. Ich mag das Geräusch, wenn du dein Schnauze hältst. Genau. Sehr geil. Ach, ja. Christian, wir wissen's. So, warum Leute. Christian, du darfst widersprechen, ist okay. Ja, er ist einfach nur sprachlos. Ja. So, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich glaube, der Morphy hatte gerade noch mal was zu der Watte gesagt, bevor es eskalierte. Bestellt. Er hat Nachschub bestellt. Ich habe sie mir jetzt auch mal bestellt. Ich bin sehr gespannt drauf. Kilowatte. Im Chat wird auch gefragt, wo ihr die bestellt habt. Ich habe die bei Everzone bestellt. Everzone. Ecke hoch. Ja. Also 68 Cent oder so bezahlt dafür. Okay, das ist echt billig. Gibt es die mittlerweile auch schon irgendwo hier in Good Old Germany zu bekommen? Puh, gute Frage. Ja, oder ich sehe schon in Deutschland 8 Euro. Zumindest in der EU. Ja, so ungefähr. Schau mal, der E-Dampf-Shop hat sie schon, ne? Okay, wo liegen wir dann preislich hier in Deutschland? 4,95 €. Guck mal, das geht auch voll klar. Also finde ich jetzt... Ist 8 Wochen vom Normalpreis, ja. Ja, aber
ich sag mal, es sind jetzt nicht wie so manch, also beispielsweise so gut die hier diese ganzen Schnürsenkelwatten-Dinge auch immer sein mögen, wenn ich damit gerade mal 10-mal meinen Verdampfer wickeln kann, der Dual Coil ist, und das kostet auch 4 oder 5 Euro, dann finde ich das schon ein bisschen schwieriger. Und wenn man sagt, da kriegt man ähnlich viel hin wie mit so einem Döschen hier, dann ist das vollkommen in Ordnung. 1,5 Meter Watteschnur ist da drin. Okay, dann das ist die Hälfte, aber ich glaube, die ist ein bisschen dicker, ne? Gibt es in 2,5 bis 3,5 Millimeter, je nachdem. Okay. Also die Captain Cloud hat ja, glaube ich, 3 Millimeter. Also preislich schenken sie sich dann in Deutschland effektiv nicht wirklich was. Nee. Zumindest, wenn man es dann auf Meter runterrechnet, dann schon wieder, aber Details. Aber ich entnehme dem, es ist in Deutschland erhältlich. Habe ich nicht mitgeschnitten, sorry. Ja, noch gibt es auch günstiger, habe ich gesehen. Bei anderen Jobs muss man da ein bisschen googeln, einfach nach Cutten Clouds googeln von Vapefly. Ja, okay. Ja? Definitiv ja. Mal ein Versuch wert. Cutten Clouds von Vapefly. Einfach googeln dann auch, dann wird man fündig. Gibt es, wie gesagt, auch ab 3 Euro, wird schon gesehen. Ich habe die jetzt auch bestellt, bin mal gespannt, und ich habe mir den Profile RDA mal bestellt. Bin mal. In RDA ja, oder RTA? RDA erstmal. Er hat mich so angefixt damit, und ich habe lange nicht mehr bestellt, aber das Ding musste ich unbedingt, das muss ich probieren. Unbedingt. Kann man echt empfehlen. Und vor allem, hast du überhaupt schon Mesh mal aktiv gedampft? Ja, habe ich. Okay. Den Wendy Vape. Und den, gut. Wie ist der danach? Puls? Da kam ja der, noch der, der Mesh Pro RDA. Ja, genau, die beiden habe ich. Und der Wendy Vape schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut. Sehr gut. Der Mesh, ja. Der andere ist auch nichts anderes effektiv. Ja. Der Profile ist, glaube ich, der Mesh-Streifen ein bisschen schmäler. Ja. Aber am Ende des Tages ist es halt Mesh-typisch, je nachdem, welches Mesh du reinpackst. Ja, genau. Aber dann weißt du ja, auch Liquid-Verkostungen auf Mesh sind nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist der Hammer. Ja, ich hab ja lange Zeit, wo ich angefangen habe zu dampfen, ja vieles ausprobiert. Mhm. Und als ich dann am Stammtisch diesen Wendy Vape Mesh RDA mal bei Dr. Vape war da, genau, an den Abend, der YouTuber, habe ich das von ihm probiert und habe ich gesagt, okay, das Ding besorgt. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, dass ich von da an, die Liquids, die waren für mich auf einem anderen Level. Von da an, absolut. Und da habe ich lange Zeit nichts Besseres gefunden, bis der Drop RDA rauskam. Und den fand ich dann wiederum auch sehr, sehr gut. Ja, der ist auch mega. Ja, und jetzt bin ich bei dem Drop Solo stehen geblieben, bei den kleineren. Der ist ganz gut. Und jetzt freue ich mich aber auch wirklich dann wieder auf den Profile. Bin mal sehr gespannt, mal wieder dieses Mesh-Erlebnis wieder hochkommen zu lassen. Ich habe da, wie gesagt, in Unity den RTA habe ich da im Einsatz jetzt schon seit 1,5 Wochen. Ich habe da die Next Mesh eingebaut, das sind so neue Mesh-Plates. Ne? Mhm. Haben nicht so grobes Mesh-Gitter. Mhm. Ich kann es euch da kurz zeigen. Das sind einfach nur, also die Plates schauen fast gleich aus, nur haben sie halt nur runde Löcher drinnen. Ne? Mhm. Also es ist auch mehr so was Gestanztes und nicht Geflochtenes wirklich? Nee, ist gestanzt. Warte mal, ich muss schauen, dass ich das scharf stellen kann, dass es so sieht. Just a moment. So Kleinigkeiten da im Fokus. Das geht wird schwierig. Na, es geht schon. Ich muss noch mal die Kamera einstellen. So, jetzt kann man sehen. Oh, ja. Also das ist das Next Mesh, heißt das. Katzenhaar inklusive. Katzenhaar inklusive. Und die Votofo-Mesh-Streifen, da habe ich auch noch, da kann ich euch im Vergleich zeigen. Das ist jetzt so Honeycomb-Mesh, ne? Also das hat dann so, das ist auch so Honeycomb-Lochblech, ne? Aber sind beide gut, ja? Sind beide gut. Die Next Mesh finde ich besser, weil mehr Fläche da ist. Also es ist mehr Stahl, sage ich jetzt einmal, als in Votofo-Plate drinnen. Merkt man Widerstand. Das nächste Mesh hat 0,13 Ohm und die Votofo 0,18 Ohm. Hast du die auch aus Fernost? Die habe ich aus Fernost bestellt, ja. Ja, muss mal gucken.
Was mir allerdings aufgefallen ist, bei denen von Wotofu, die sind sehr, oder was heißt sehr, relativ empfindlich, was Knicke angeht. Mesh sollte man ja allgemein schon nicht knicken. Aber bei denen ist es mir aufgefallen, ich wollte das noch so ein bisschen runder drücken, sag ich jetzt mal, und habe etwas zu stark gedrückt und hatte dann einen Knick drin, und in diesem Knick hatte ich dann auch direkt einen kurzen, den ich da auch nicht mehr rausgekriegt habe. Also das hat sich direkt ja, zerstört, das kleine Ding. War zum Glück noch ein zweiter dabei. Aber wenn ihr bei Mesh, Rafa, wenn ihr da die Watte wechselt. Also ich habe die ja immer früher darunter gestoppt, weil die muss ja wirklich sehr nah anliegen. Da sollte ja keine Luft dazwischen sein. Ich drehe die jetzt auf der einen Seite die Schrauben auf, mache quasi das Mesh hoch, lege die Watte und dann lege ich das Mesh wieder rein und schraube es zu. Das geht dann für mich persönlich einfach. Wie macht ihr das? Kann man auch machen, ist dann quasi die Spanngurt-Methode. Ja, okay. Genau, der Profile hat eine Feder unten, so Keramik-Inlay mehr oder weniger, dass dann die Watte ständig nach oben drückt. Gell? Der Unity hatte vielleicht eine stärkere Feder? Nee. Okay, also auch Schlabbel-Labbel. Ja, ein Arbeitskollege von mir hat eine Kugelschreiberfeder eingebaut zum Beispiel. Auch machen viele. Ich habe bis jetzt mit der Standardfeder keine Probleme gehabt. Was ich aber ganz klar sagen möchte, ist die Mesh-Plates, ob jetzt vom Waterfall oder die Next Mesh, wenn man die ausglüht, weil ein Arbeitskollege von mir verheizt die permanent, weil er einfach viel zu viel Leistung drauf gibt. Das ist wirklich so dünn, das wird bei 20 Watt schon extrem heiß und schnell heiß. Also wenn es das wirklich ausglüht, nach dem Wattewechsel oder nach dem Einbau, wirklich mit ganz wenig Leistung ausglühen und mal mit 15 Watt, 17 Watt sowas anfangen, das wird extrem schnell heiß. Wenn man da zu viel Watt drauf gibt, dann schmützt das sofort, wo es verschraubt ist, an der Verschraubkante mehr oder weniger, schmützt euch das sofort weg. Im Profile RDA habe ich immer noch das erste Plate drinnen, mir ist das noch nie durchgeschmolzen irgendwie, muss man halt, wie gesagt, mit recht wenig Leistung ausglühen, wenn man das denn machen will. Ja, das ist ein guter Tipp für alle Mesh-Einsteiger, auf jeden Fall. Kann ich gerade sagen, ja, sehr gut. Ja, also normales Edelstahl-Mesh verträgt auch etwas mehr, aber gerade bei diesen Plates muss man halt eben sehr, sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, auch ein kleiner Knick kann da schon sehr schnell ein Todesurteil sein. Habe ich selber schmerzlich festgestellt. Biggie fragt, da ist Mesh geholt. Bitte? Mesh auf der Rolle. Das ist auch... funktioniert wunderbar. Auch ist für Profile ein bisschen zu breit, aber... Ja, dann das war auch bei dem Wendy Vape so. Da musst du schon an der Seite, aber muss man echt vorsichtig machen, ne? Vorsichtig abschneiden, sodass es genau reinpasst. Aber das ist eigentlich ganz okay. Biggie fragt, da ist Mesh kühler im Dorf. Wie mit dem Geschmack, bitte? Wie ist der Geschmack von dem Mesh, von dem Wendy Vape Mesh? Ist das gut? Das ist super. Ist das dünn? Super. Ist das. Nee, ich finde den gut. Kennen. Kommt gut, okay. Aber Hoffi, du wolltest gerade noch eine Frage vorlesen? Biggie fragt, ist Mesh kühler im Dampf? Ich persönlich finde ja. Der Profile ist kalt vom Dampf her, also man merkt da fast gar nicht, dass der zündet. Und ist beim Unity nicht viel anders. Weil es eben so schnell heiß wird und so schnell kalt wird. Es erzeugt einen kühlen Dampf einfach. Es gab einen Verdampfer. Bitte? Also ich habe mir schon ein paar Mal den Mund verbrannt in meinem Wendy Vape Mesher, der... Wir reden vom Profile. Ja gut, das ist ja vom Aufbau das Gleiche. Das ist letztlich ja drinnen. Aber auch am Wendy Vape kann ich, finde ich den Dampf sehr, sehr dünn. Kalt. Kalt, ja. Danke. Ja. Meine Güte. Der einzige Mesh-Verdampfer, wo ich tatsächlich etwas wärmeren Dampf festgestellt habe, war der Mesh 24 RTA. Ja, weil der war einfach auch zu klein war. Sehr, sehr restriktiv. Und allgemein sollte man bei den Mesh RDRs drauf achten. Gut, wenn man jetzt diese Plates nimmt von Wotofu oder ähnlichem, da kann man sowieso nicht viel falsch machen. Aber wenn man jetzt selber einen Mesh-Streifen nimmt, sollte man aufpassen, dass man den nicht zu weit eiförmig legt. Also, JD, ich habe gesehen, du legst das Mesh recht weit nach oben zum Trip-Tip. Das kann dann halt schon sein, dass das ziemlich warm ist. Dann wird es heiß, aber ansonsten, wenn man da jetzt nicht übertreibt, hat man eigentlich immer einen recht kühlen Dampf vorausgesetzt, die Airflow stimmt.
Ja, also auch hier kommt halt in dem maximal ihren Geschmack dann raus. Und das geht wirklich, der Meshstreifer geht bis oben hin, kann man eigentlich sagen, bis kurz vor Kurzschluss, also da ist schon ziemlich viel. Oh ja, das ist vielleicht auch ein bisschen okay. Too much. Aber so schmeckt er gut. Ja, aber wenn dir dabei die Lippen verbrennst, hilft dir das auch nicht mehr. Ja, gut, dann. Ja, voll bei 120 super. Grad aufwärts, dann sonst geht's. Aber der Dampf allgemein finde ich doch recht warm. Okay. Also, meistens dampfen wir den Vendivape bei 100 Watt und kalt. Es ist einfach kalt. Also, ich habe den Unity auch schon mechanisch dampft mit 0,13 Ohm Meshplate und der wird nicht heiß oder so. Also, man kann halt wirklich nur kurz ziehen dran, mehr oder weniger, aber das bleibt kühl. Jo, habe ich mit Mesh RDA von Vendivape auch schon gemacht und zwar mit 100er Ni 80 Mesh. Da war ich dann bei einem etwas breiteren Streifen, glaube ich, bei 0,09 Ohm. Und das hat mechanisch richtig Power gegeben. Also da war auch, das wäre eigentlich auch das Richtige für den Morphe. Das war auch nur einmal kurz den Verdampfer küssen. Ja, aber es hat auch sehr, sehr gut geschmeckt. Beispielsweise aber alle, allgemein, die... Mach fertig. So, das war also, jetzt nur so Tipp in die Runde. Lemtart kennt, glaube ich, jeder und hat auch mit Sicherheit schon fast jeder mal gedampft. Schmeckt mir auch in Keulern gut, aber finde ich auf Mesh nochmal eine ganze Ecke geiler irgendwie. Okay. Mal so dahingestellt. Okay, der Ulf Nepo schreibt da gerade, im Vergleich ist der Profile kühler als der Mesh RDA. Er hat auch beide. Ja, ja gut, du hast einen schmaleren Mesh-Streifen letztlich. Ich habe den Streifen, was beim Vendivape dabei war, so eingebaut, wie er dabei war. Weder gekürzt noch schmäler gemacht. Okay. Passt genau rein und finde die optimal vom Geschmack her. Ist aber dann schon arg lang. Tatsächlich. Ja, du musst einmal so ein Waterfall Plate einbauen oder so, irgendwas, oder so ein X-Mesh im Vendivape, weil ich war eigentlich nie zufrieden damit. Ja, der war immer so. Ich meine, ich habe nicht so viel Mesh und nicht so viel Watte verbaut da drinnen. Deswegen war er dann meistens nach 5 Zügen war trocken. Ja, also, der verdampft auch einiges. Ja. Aber das Mesh, das uns da am besten geschmeckt hat, war eigentlich bisher immer das Kantala 1. Ja. Also das ist auch heute noch drin. Ja. Genau. Eigentlich ja, echt bombig. Ja. Fand ich am stärksten. Mit der 80er. Kantala 1, das liegt nur in der Schachtel drin, weil das funktioniert mit Replay nicht. Das ist ja mein Tester auf der DNA-Box mit Replay und Druckerdampfern, ist das optimal. Aber allgemein, Mesh ist glaube ich auch ein schönes Thema, so ein bisschen. Mir gefällt das Ganze. Also wir haben es ja auch schon bei uns auf dem Kanal hier und da mal erwähnt und häufig gesagt, einfach die Eigenheiten von Mesh. Es springt sehr schnell an, hat ein eigenes Geschmacksbild nochmal, ja, finde ich einfach gut. Und auch, wie sie es entwickelt hat. Wie seht ihr das so? Thema Fertigcoils mit Mesh, ne? Oder allgemein Mesh. So lange. Ja, also Fertigcoils mit Mesh, da müssen wir echt alle mal den Freemax Mesh Pro ausprobieren. Der ist teilweise echt besser wie einige Selbstwickler. Der Mesh, der ist da drin so dermaßen ausgeglichen, du kannst... Das passt halt immer. Du hast nie Nachflussprobleme, das passt immer, der Geschmack. Also wo ich das erste Mal red, dass der da drinnen dampft, dann halt denkt, das ist ein neues Stick, das kenne ich noch gar nicht. Weil einfach Geschmacksnuancen noch rausgekommen sind, wo mir vorher noch gar nicht aufgefallen sind. Also Mesh, super, und die neue, beste Fertigkeuler mit Mesh, da haben wir. Also ich weiß nicht, Mesh, die letzte Erfahrung, die ich mit Mesh hatte, war tatsächlich der BT. Ansonsten... Oh, der Red Pad hat hier eine Frage. Hey, ihr Wickler, ich bin seit 2 Monaten vom Selbstwickeln auf Fertigcoils umgestiegen. Ist ja sonderbar, sage ich jetzt einmal. Also nicht ganz, aber zu 80% real und so. Habt ihr einen Tipp zur Coilpflege bzw. Reinigung? Also ich würde sagen, Fertigcoil, wenn er durch ist, wegwerfen, wirklich reinigen. Kommt nicht weit.
Ja, also man kann es zwar schon ein bisschen revitalisieren, aber kann man nicht vergleichen mit einem neuen Köln im Einbau. Richtig. Also und so einen Benefit hat man für den Aufwand, den man da betreibt, nicht wirklich. Da sind wir dann auch irgendwann an dem Punkt, da geht es dann auch so ein bisschen um Hygiene. Und ich sag mal, wenn du jetzt die Watte in der Keul wechseln könntest, ohne dir dabei die Finger zu brechen und das Ganze neu verlöten zu müssen, zur Not, sage ich jetzt mal. Okay, aber ich sag mal, so eine Watte ist halt einfach irgendwann durch. Selbst wenn man sie dann mit Alkohol reinigt oder was es da alles schon mal für Tipps und Videos zu gab. Okay, aber ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt. Und genau da hat der Wäsch eigentlich wieder seinen Vorteil, weil der Keul, der hält viel länger. Die kommt drauf an, ist nicht bei alles so. Also bei Ground 4 zum Beispiel. Im Chat. Ground 4 zum Beispiel haltet wesentlich weniger als der normale 904er Edelstahldraht. Okay. Ja, und was ich auch an Mesh interessant finde, die meisten Leute denken, bei Mesh ist Mesh. Aber es gibt auch bei Mesh ganz, ganz viele verschiedene Varianten, die alle nochmal ein ganz anderes Geschmacksbild bringen. Sei es jetzt 80er, 100er, 200er, 300er, 400er, 500er Mesh, ist immer nochmal ein Ticken anders. Also für alle, die es mal ausprobieren wollen, kauft euch mal irgendwo, kostet glaube ich nicht die Welt, wenn es doch irgendwo findet, so ein paar Bögen einfach Edelstahl-Mesh von 100 bis 500 und probiert es einfach mal aus, was euch am besten passt. Jo. Ja. Jo. Kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Der Red Pad schreibt dann noch, wegwerfen mache ich auch, aber bei dem Preis, dann frage ich mich, warum du auch von Selbstwickler auf Fertigkeuls umgestiegen bist. Das also ist die Frage. Grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, Murphy, revitalisieren, ja, zum Beispiel auskochen, vielleicht auch nochmal mit, je nachdem wie groß die Luftöffnung ist, auch mal mit einem Q-Tip durch, damit der grobe Schmand dann vom Draht zumindest auf der nach innen gewandten Seite weg ist. In Alkohol einlegen geht auch, aber das wäre für mich tatsächlich eher so die Notlösung, wenn ich gerade keine Fertigkeul mehr da habe und auch keinen Shop in der Nähe was da hat oder gerade geschlossen. Ansonsten, wie schon gesagt wurde, irgendwann sind die halt einfach durch. Da machst du nicht viel. Nee. Das ist ein Verschleiß bei. Und ich, ja, du kannst es nicht ausglühen. Nee, und ich glaube auch einfach, dass der Aufwand, gerade weil er jetzt sagt, er ist umgestiegen, wieder auf Meshcoils, auf Fertigcoils, eine Fertigcoil zu reinigen und wieder betriebsbereit zu machen, ist, glaube ich, größer, als mal eben schnell neue Watte in Selbstwickler zu ziehen. Erheblich größer. Wie lang dauert es bei einem RTA im Schnitt? Also ich sage mal, je nach RTA, je nachdem, wie genau man die Watte verlegt, 3 Minuten mit ausglühen? Ja, circa. Ja, kommt ganz gut hin. Bin ich nicht ganz einig mit. Ich sage das ja immer gerne, dass ich dann für auf der Baustelle gerne die Fertigkeuler mitnehme. Einfach aus dem Grund, durchgebrannt. Verdammt! Durchgebrannt, klack! Verdammt! Durchgebrannt, verdammt, aber stimmt ja. Aber er geht gleich direkt wieder so an, also von daher, ich bin sofort wieder da. Nein, was ich sagen wollte, der brennt mir durch, ich gehe zu meiner Arbeitstasche, hol den neuen Keul raus, schraub unten auf, zieh den alten raus, neuen rein, zugeschraubt und 30 Sekunden später bin ich schon plus Weg zur Tasche, wieder am Dampfen. Während ich, wenn ich mein Wickelzeug erst auspacke, kennt ihr ja selber, ne, ich habe auch immer ein kleines Handliches dabei, aber dann seid ihr schon alleine 2-3 Minuten am Auspacken, dann habt ihr die Schere wieder woanders liegen. Das ist doch schön. Dann bin ich schnell bei uns. Ja, das ist so aber runterkommen, diese kleine. Das machst du nach Feierabend und nicht auf Arbeit. Also auf Arbeit gebe ich dir voll und ganz recht, würde ich jetzt auch nicht neu wickeln wollen. Das, ist ja denn dein Chef kommt zu dir und sagt, kannst du mal kurz den Verdampfer neu wickeln? Also, ja. Also das ist vielleicht, also ist jetzt meine persönliche Meinung, aber am Anfang denkt man immer, um Gottes Willen, was ist, wenn jetzt der Keul durchglüht oder die Watte verkokelt schmeckt und was der Geier, was heißt, man schleppt dann Watte und Draht und Werkzeug und was der Geier mit. Eine zweite Kombi, die nur als Reserve ist und fertig und ich brauche nichts mitschleppen oder sonst irgendwas, wenn ein Keul durch ist, nehme ich die zweite Kombi hier und fertig. Ja. Dass beide wirklich kaputt werden, ist äußerst unwahrscheinlich. Da habe ich vorhin einen Lotto 6er, glaube ich.
Recht hast du. Ich habe auch immer drei Kombis mit, aber das ist dann doch nervig, wenn genau der eine wieder durchbrennt, den du dann weiterdampfen willst. Ja, ja, genau. Brauche ich nicht drei mitnehmen, weil wenn ich nur den einen dampfe, dann brauche ich nicht drei mitnehmen. Nee, das ist jetzt Nummer zwei, Nummer drei. Und hier habe ich jetzt Nee. Das hast du jetzt was verwechselt mit den Nummern. Vorsicht, Nummer 2, Nummer 3. Naja, hat er alle von dir dabei. Aber so mache ich das auch immer. Ich nehme auch immer drei Verdampfer mit, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit gehe. Ja. Wenn mit einem irgendwas passiert, dann habe ich immer noch Reserve dabei. Ja, das ist also früher habe ich das immer so gemacht: Wickelzeug und Watte und was der Geier was mitgenommen. Aber irgendwann einmal, wofür? Weil von den 200 Mal, wo ich Wickelzeug mitgenommen habe, habe ich genau 0 Mal gebraucht. Warum sollte ich es mitschleppen? Zweite Kombi oder dritte Kombi eventuell mit? Und mal sorgenfrei. Ich bin gerade überrascht. Recht, denke ich mal. Und das wird bei mir auch, ich bin ja erst seit 2 Jahren am Dampfen und ich sag mal, da warst du ja schon vor, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren jetzt. Wahrscheinlich ist es so, wie du sagst. Also ich habe es bis jetzt auch erst ein- oder zweimal gebraucht und da hätte ich auch noch mit den zweiten natürlich überlegt. Ne? Ja, ich aber schön ist, wenn man es hat. Ich spreche da jetzt aber vielleicht auch mal von Leuten, die nicht so hart sind wie wir, sage ich jetzt mal, und vielleicht nicht 100.000 Kombis zu Hause stehen haben, sondern die vielleicht nur die eine haben und die während ihrem Job vielleicht, ich sag mal, ein LKW-Fahrer, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, während der Fahrt, obwohl die auch während der Fahrt Kaffee kochen und sonst irgendwas tun, aber egal, sich nicht mal eben auf dem Armaturenbrett anfangen, ihren Verdampfer neu zu wickeln, dann sage ich, es okay, ist valide, dass ich mir dann vielleicht sage, ich nehme den Fertigkeuler mit und wenn der mir gerade nicht passt und meine nächste Pause ist vielleicht noch 4 Stunden hin, ist auch okay. Also, was ich dazu sagen möchte, ist, wenn jemand dampft und dampfen möchte und nur eine Kombi hat, hat er grundsätzlich was falsch gemacht. Weil eine Kombi kann immer hinbauen. wenn man der Verdampfer runterfällt und das Glas kaputt ist, dann, was mache ich dann? Dann greife ich wieder zu Zigaretten oder wie? Also, jeder, der dampft, sollte mindestens 2 Kombis haben: Akkuträger und Verdampfer. Ob das jetzt ein Fertigkeuler oder Selbstzyklus sei, einmal dahingestellt, bleibt jedem selbst überlassen. Aber wenn ich nur eine Kombi habe, dann habe ich grundsätzlich was falsch gemacht. Ist meine Meinung. Gibt es allerdings sehr, sehr viele Leute. Die merken es dann schmerzlich, wenn der Verdampfer hin ist. Richtig, die rennen dann weinend ganz schnell noch kurz vor Feierabend in den Laden und sagen, bitte, ich brauche noch mal ganz schnell hier eben, ich habe nicht mehr. Ja. Aber ich quetsche mich jetzt mal kurz dazwischen. Ich komme mir nämlich irgendwie so ein bisschen alleine vor. Ich nehme auf Arbeit genau eine Kombi mit und auch meistens nur eine Flasche Liquid. Raus. Das war's. Ja. Raus. Ich auch. Ich muss aber auch sagen, ich merke ja, wenn jetzt, wie weit die Watte schon durch ist, ob ich jetzt neu wickeln muss oder nicht. Meistens ist es dann so, dann wenn ich mal unsicher bin am Vorabend, haut das noch hin, hat es schon ein bisschen veränderten Geschmack, dann wickle ich halt noch schnell und dann bin ich am nächsten Tag am Start, frisch gewickelterweise und Akkus kommen morgens eh neu rein. Das Liquid, was ich da reingehauen habe, kommt dann die Flasche mit und das war's. Ja, und was machst du jetzt? Dir fliegt die Box runter, das Glas ist kaputt. Gut, das war jetzt. Dann habe ich Pech. Beziehungsweise habe ich Arbeitskollegen, die mehr Kombis dabei haben als ich. Ja. Nee, okay. Also da bin ich in eine Ausweichmöglichkeit. Du verlässt die also auf andere. Ja, aber Kiwi. Im Worst Case sage ich auch, stehe ich den Tag notfalls ohne Dampfen durch. Genau. Oder ich fahre in der Mittagspause. Ich habe hier ein Luxusproblem. Tatsächlich, ich kann auch mal kurz 20 Minuten von Arbeit verschwinden. Sagt keiner was. Vertrauensarbeitszeit ist geil. dann fahre ich kurz nach Hause, hole meine andere Kombi, fertig. Geht auch. Ich wohne also hier 10 Minuten hin und zurück. Das war's. Da habe ich keine Schmerzen. Wäre ich 80 Kilometer... Mir ist es einfach zu blöd, wirklich 2 Kombis mitzunehmen. Sage ich, wie es ist. Ja. Das sehe ich dann auch wieder, Wolfgang. Mir wäre es lieber, eine zweite Kombi mitzunehmen, als 20 Minuten im Auto herumzudingeln, wenn eine hin ist. Ich hatte aber noch nicht den Fall. Mir ist noch kein Glas kaputt gegangen. Toi, toi, toi. Und morgen würde es dir passieren. Dabei, weil ich wahrscheinlich. Ein MTL-Gerät dabei habe und weil ich ein MTL-Gerät dabei habe. Also von dem her, 2 Kombis sind eigentlich fast immer dabei.
Aber es kann immer mal passieren, weil ich sag mal so, was kostet so ein Akkuträger und so Verdampfer? Lass es mal jetzt 100 Euro kosten, wenn du mal ein gutes Gerät dabei hast. Ich habe ein Handy, was schweineteuer ist und das habe ich wirklich schon sehr, sehr lange, schon verdammt lange. Und das ist mir nie aus der Hand gefallen, bis vor einer Woche. Und jetzt sieht mein Handy exakt so aus. Und das ist alles, ja, das stinkt mir aber gewaltig, weil das Ding ist nicht gerade mal, ne? Also passieren kann es. Also ich schleppe immer viel zu viel mit mir rum. Ich habe 2 Kombis, ich habe Ersatzbatterien, ich habe dann so eine Wickeltasche mit dabei. Also mein halber Rucksack, der ist immer im Büro. Und das ist immer so ein Ritual, ne? Du kommst morgens da an und dann wird erstmal alles so schön auf den Schrank nebeneinander gestellt. So klack, 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 klack. Mit einem Tieflader voll gefahren. So, dann steht das. So, und dann wird der Computer angemacht. Aber hey, für dein Handy gibt es ja eine Lösung, ne? Sowas hier zum Beispiel. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt ist es zu spät bei dir, das ist wohl richtig. Naja, sowas meinst du? Ja, ich kriege jetzt das 8 Plus und da warte ich drauf und dann. Kannst leider nicht sehen, Wolfgang, mein Internet ist gerade so beschissen, ich habe kein Bild mehr. Ist wurscht. Hier war immer so ein Portsystem oder irgendwas mit, das wirklich, bevor es irgendwas kaputt sein sollte, dass sie noch drüber kommen, sage ich jetzt einmal, liegt jetzt auf immer ein Liter mit oder so, aber ja, irgendein Portsystem oder so die Origin oder so irgendwas, was wirklich im Ausnahmefall herhalten muss, aber ja. Da würde ich tatsächlich eher noch in meinem Spind eine zweite Dampfe deponieren. Das wäre eher noch eine Option. Ja, aber das wäre eine Option, ja. Und dann brauchst du die ein halbes Jahr nicht und dann viel Spaß. Naja, du, wenn einfach vorbereitet ist und kein Liquid drin. Mache ich hin und wieder auch so, ja. Neutrale Basis nur auf die Watte und dann wird er einfach gewickelt und vorbefeuchtet steht er dran. Dort und also da hätte ich jetzt echt kein Problem damit, das so zu machen. Ist vielleicht eine Idee. Wo ich tatsächlich auch ein bisschen paranoid wert, wenn ich zum Beispiel zum Drehtag fahre. Da sind im Auto, im Getränkehalter, 2 Dampfen drin. Mhm. Einfach, weil ich während der Fahrt natürlich nicht nachfüllen kann. Und für den Fall, da wickle ich nämlich nicht zwingend immer vorher, dass während der Fahrt einer aussteigt und plötzlich Dry-Hit oder sowas, da habe ich dann immer eine zweite dabei. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich immer nur eine Kombi. Aber das Thema hatten wir ja heute, ne, Herr Raphael? Mhm. Mhm. Also heute ist es mir doch tatsächlich ist es das zweite oder das dritte Mal? Ich glaube, ich meine, es ist das dritte Mal in meiner ganzen Dampferkarriere passiert, dass ich halt einfach meine Dampfe zu Hause vergessen habe. Ui. Ja, ich bin einfach aus der Tür gestolpert, ich habe auf die Uhr geguckt, ich denke, oh, und dann bin ich aus der Tür gestolpert, hat die Hose noch so auf 7:30, ich denke, oh, ja, keine Dampfe dabei. Ja, aber das war super vorhin, als ich dann in den Laden reinkam. Er stand dann schon da und ich kam dazu, habe hier meine Dampfe auf den Tisch abgestellt am Tresen, habe mir einen Kaffee gezogen, wollte dann hier, ne, Kaffee mit MTL-Tabakliquid und er saß da schon mit meiner Dampfe hat gedampft. Ich dachte nur so, wo kommt denn das Waldmeister plötzlich? Ah, okay. Mal anschmecken. Ja. Schau da. Vielleicht noch kurze Frage vom Red Pad. Genau. Noch einmal, habt ihr eine Meinung bezüglich Base mit Ethanol oder ohne? Wenn ja, warum? Ich selbst verwende eigentlich in meiner Basis immer Ethanol dazu, maximal 10%. Warum? Erst einmal verstärkt es den Geschmack, beziehungsweise ich dampfe eigentlich hauptsächlich reines VG mit Aroma und ein bisschen Ethanol dazu. Ich brauche nicht so viel Aroma, wie wenn ich nur VG dampfen würde und das Liquid ist ja dementsprechend dünner dann. Schließe also mich dir komplett an und damit bin ich auch schon fertig. Das, was Morphy sagt. Ja, ist ja wirklich so. Es gibt ja die Mischer Space, ne? Oder die Hard Vape Base zum Beispiel, mit der hat das Ganze angefangen, mit Ethanol. Mittlerweile gibt es die Mischer Space V2, glaube ich, heißt sie. Ne? Da ist auch Ethanol dabei. Und ja, Ethanol aus der Apotheke, wenn ihr es selber mischen wollt, ich glaube 96% oder 98% Alkohol. Ich hab's gerade. Du kannst es also bestätigen, dass man weniger Aroma braucht, tatsächlich? Ja, also ich habe früher 60-40er immer gedampft, ich habe am Anfang 50-50er mit Aroma bis dann auf 70 PEG sowas circa, bin dann recht schnell auf 60-40 gegangen, weil das PEG einfach nur fürchterlich ist für mich,
habe dann recht schnell auf 80-20 gewechselt mit Aroma, also fixfertig dann. Mhm. Und musste man mehr Aroma dazugeben, damit es das gleiche Geschmackserlebnis bietet oder halt dementsprechend lang stehen lassen. Ethanol, bei mir kommt in meine Basis immer Ethanol dazu, da fehlt es schon ein bisschen, kann man ganz normal in der Apotheke kaufen. Wie gesagt, maximal 10% gebe ich dazu zum reinen VG. Mhm. Ja, also wenn man dünnere Konsistenz hat, ein bisschen weniger Ethanol dazugeben. Aber und Reifezeit? Keine Reifezeit gibt es eigentlich nicht, weil die Reifezeit, so wie sie umgangssprachlich bekannt ist, ist nichts anderes eigentlich als Vermischen von den Molekülen miteinander. Das wird mit Ethanol jetzt nicht weggezaubert oder so. Die Moleküle, Aroma, Nikotin etc. müssen sich vermischen miteinander, homogenisieren. Und da hat Ethanol vielleicht ein bisschen einen Einfluss, weil es dünnflüssiger wird, aber Reifezeit fällt deswegen nicht weg. Warum ich so nachgefragt habe, ich hatte ja auch schon mal, ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller, Ultra Bio war das, eine Ethanolbase da und konnte tatsächlich auch das mit ja, weniger Aroma feststellen. Also ich habe es ein bisschen anders gemacht. Der Tobi hält es gerade ins Bild. Ich habe einfach meinen White Knight halb leer gedampft und dann aufgefüllt. Also ein bisschen weniger, ein bisschen mehr als die Hälfte war noch drin, aufgefüllt. Das Ganze war am Ende dünner, also vom Geschmack, aber nicht viel. Es war immer noch sehr, sehr klar und deutlich, das Liquid ein bisschen flacher als vorher. Ich sag mal, hätte ich 75% nur in der Buddel gehabt, hätte ich wahrscheinlich locker das gleiche Liquid gehabt, ohne Geschmackseinbußen. Das war also mein Erfahrungswert. Du hast dann auch die Erfahrung gemacht, wie, dass der Colada-Anteil und Sweetener-Anteil, dass das zurückgegangen ist, dass die Süße ein bisschen weg war und das Colada? Ich habe es bisher nur mit einem White Knight getestet und da muss ich sagen, das ist jetzt nicht das extrem süße Liquid und auch nicht extrem Colada-haltige. War auch noch relativ am Anfang meiner Suchtphase. Deswegen kann ich es weder bestätigen noch dementieren. Aber weil das war die Erfahrung, was ihr auch gemacht habt. Der Geschmack, der bleibt fast gleich, aber Colada und Sweetener ist zurückgegangen. Würde auch natürlich Sinn machen, wenn der Geschmack zurückgeht, dass auch das, du verdünnst es ja faktisch. Also muss eigentlich so sein, dass es hundertprozentig gleich schmeckt. Ja, wenn du einen hinreichend hohen Aromaanteil eh schon drin hast, wirst du wahrscheinlich keinen Unterschied schmecken potenziell, aber ab einem gewissen Prozentsatz glaube ich schon, dass es einfach dünner wird. Aber es kommen immer mehr Hersteller mit Ethanolbase raus. Wir haben auch von Avodia Ethanolbase bekommen, 70-30 und 80-20 und werden die auch entsprechend noch testen und schauen, was die so kann. Also bisher keine schlechten Erfahrungen zum Thema Ethanolbase, im Gegenteil. Der Carsten hat auch eine Frage, Ethanol oder Wasser, was lieber dazu mit reinem VG und warum? Ich selbst habe recht schnell festgestellt, dass Wasser im Liquid fürchterlich kratzt, bei mir zumindest, es kratzt wie Hölle. Ich kann, wenn da nur ein bisschen Wasser drin ist, es kratzt fürchterlich. Und der Vapor Fun schreibt es auch, Wasser hat einen wesentlich niedrigeren Siedepunkt als das Liquid an sich und spritzt deswegen recht stark. Ich bin ein Kurzschlussdampfer, wie Leute, die mich kennen, wissen, so ja, bis zu 400 Watt, sage ich jetzt einmal. Wenn da bei 400 Watt heißes Liquid in den Mund spritzt, ist das überhaupt nicht angenehm. Und ja, Wasser verdampft halt explosionsartig und deswegen spritzt das Liquid dann immer hoch. Also ich kann von Wasser grundsätzlich nur abraten, gibt aber auch genug Leute, die Wasser verwenden, um das Liquid dünner zu machen. Ich wollte gerade sagen, also ja, mir wurde auch mal der Tipp nahegelegt, um das ein bisschen zu verdünnen, weil ich auch immer ziemlich viel PG nehme. Und mir wurde dann auch logisch erklärt, dass wenn man ein paar Tropfen Wasser dazu gibt, also nicht mal 5%, aber etwas Wasser dazu gibt, dass du dann eigentlich schon eher den Effekt kriegst, dass dieses Kratzen eigentlich weggeht. Also wie gesagt, nicht zu viel Wasser rein. Aus dem Grund, weil die Schleimhäute halt durch das PG austrocknen und das Wasser würde schon wieder eine leichte Feuchtigkeit da reinbringen. Und
Den glaube ich auch, der mir das erzählt hat, möchte aber seinen Namen jetzt hier nicht. Wasser an sich ist ja auch eigentlich keine schlimme Sache. Ich sag mal, die traditionelle Base hat ja auch 10% Wasser mit drin. Und habe ich beispielsweise jetzt hier traditionelle Mischungen im GT2. Und das passt auch wunderbar. Wie gesagt, reines VG mit 10% Wasser kann dann schon mal eher zum Spritzen neigen. Habe ich selber mal bei jemandem probiert, der eine PG-Unverträglichkeit hat und hat eben entsprechend seine Liquids mit VG und Wasser als Base angemischt hat. Und das hat mir auch nicht gefallen. Gerade im Topcoiler war das sehr schwierig. Im Corona hat auch schon ziemlich gespritzelt. Aber hat man jetzt kein Ethanol da und ein Liquid ist einfach viel zu dickflüssig und man möchte es vielleicht gerne auf MTL probieren in einem Verdampfer, der absolut nicht damit klarkommt mit VG-lastigem Liquid, dann kann man es auch mit Wasser versuchen. Jo. Oder Wodka. Oder Wodka. Wodka. Genau, ja. Ja, Marv, ja. Jetzt nochmal zurück zu dir. Du hast ja das in der Apotheke gekauft. Wie teuer war das? Und steht da Ethanol drauf oder steht da irgendwas wie Supersprit oder sonst was drauf? Na, das ist, ihr müsst aufpassen. Ihr dürft keinen vergelten Alkohol verwenden. Vergelter Alkohol ist ungenießbar gemacht. Ne? Also Isopropylalkohol nehme ich her zum Beispiel oder Isopropanol. Das ist 99%iger Alkohol, medizinischer Alkohol, den man so zum Hautdesinfizieren, wenn man Injektionen oder so kriegt, verwendet. Das ist vergelter Alkohol und nicht zum Konsum gedacht. Deswegen ja, keinen vergelten Alkohol verwenden. Wie gesagt, Ethanol, da steht dann ganz normal Alkohol 96% drauf und da kleingeschrieben steht da in Latein Ethanolum drauf. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, was das kostet oder was, aber die 27 Euro herum, ein Viertel Liter, weil da ist ja Weingeiststeuer oder sowas drauf. Ne? Mhm. Ja, gut, aber da kannst du auch einiges an Base tatsächlich entsprechend rausholen. Ja, also entweder mische ich mal Liter Basis, da gebe ich es gleich dazu, oder sonst bei 100 Milliliter, dann gebe ich halt 5 Milliliter oder 7 Milliliter gebe ich dazu. Also komme ich ewig aus damit. Der Carsten hat dann auch geschrieben, Ethanol hat aber einen noch niedrigeren Siedepunkt wie Wasser. Das ist zwar richtig, aber Ethanol hat 96% Alkohol und verdampft auch wieder, wenn man es reinmischt. Das heißt, das Ethanol bleibt nicht dauerhaft gebunden im Liquid drinnen. Also wegen Spritzen geht es da wahrscheinlich nicht, weil es einen niedrigeren Siedepunkt das Wasser hat. Wie gesagt, das Ethanol verdampft. Ja, wenn ich einen Schnaps offen stehen lasse, dann schmeckt der Rauch da aus. Einfach der Alkohol verflüchtigt sich. Ich hätte mal eine Frage. Und zwar habe ich jetzt auf Amazon einfach mal Ethanol eingegeben und das gefunden. Ah. Bio-Ethanol. Darf ich mir das oder ist das was ganz anderes jetzt? Steht da vergällt oder unvergällt? Also man sieht einen Ofen im Hintergrund, also ist das irgendwie nicht trinkbar. Da steht auch Vergeld. Ja, Vergeld genau, steht das ist genau das, was ich auch zu Hause habe für meinen Bioethanol-Kamin. Also sprich, ist ein Kamin, den man sich hinstellt an der Wand, schraubt, wie auch immer, gibt unten in so ein Wattebett ist es bei mir halt eben das Ethanol rein, zündet es an und hat einen kleinen Kamin, ohne dass man dafür einen Schornstein braucht. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, weil der Morphy es gerade schon ein paar Mal gesagt hat, eben dieses Vergehlen oder Vergehlung wird immer dann gemacht, wenn gerade bei Flüssigkeiten und Chemikalien, die nicht für den Verzehr geeignet sind, ist das ein Stoff, der extra hinzugegeben wird, damit es furchtbar, furchtbar widerlich schmeckt, damit niemand aus Versehen auf die Idee kommt, es zu trinken oder irgendwie zu verzehren. Oder die Sandler oder so irgendwas oder die Obdachlosen oder so, damit sie denen den Brennspiritus reinpfeifen da. Ja, ist so. Also ja. Ich habe das früher erlebt, sag jetzt einmal, die haben sich wirklich Brennspiritus gekauft, haben dann einen halben Kilo Zucker und Zitronenwasser reingegeben und das haben sie gesoffen dann, damit es genießbar war eigentlich. Ja. Dafür sind von unserem Polen in Kaffee immer so ein Schlückchen. Okay, dafür sind sie halt nach einem halben Jahr blind dann, ne? Durchs Methylalkohol. Methylalkohol macht blind, ja. Die sind sowieso einfach komplett zerfressen, von daher ist das auch egal. Ja. Also wenn ihr euch Ethanol holen wollt, schaut drauf, dass er nicht vergehlt ist, also sprich, dass es nicht furchtbar ekelhaft schmeckt, und solltet ihr doch welchen erwischen, der vergehlt ist, dann werdet ihr das sehr schnell merken.
auf gar keinen Fall verwenden. Ja. Also auch für mit meinem Mentholkristall in Lösung bringt zum Beispiel, sollte man auch Ethanol nehmen, kann man auch Pege nehmen, aber ich mache das in Ethanol und ja, keinen vergelten Alkohol nehmen. Ja. Ist halt das Problem, du weißt auch nicht, was... das Vergällungsmittel, was da drin ist, du weißt ja auch nicht, wie sich das dann bei der Verdampfung auswirkt. Es bringt dich so schon beim Konsum ziemlich schnell zum Kotzen, zum Ausspucken. Ich will nicht wissen, was bei Inhalation passiert. Also wie schon mehrfach gesagt, bitte um Gottes Willen nicht machen. Raphael, mehr Kotze. Ja. Und sonst, wenn es jemand mal ausprobieren möchte, dann einfach mal Wodka kaufen. Wodka hat einen ähnlichen Effekt. Und ist günstiger und man kann eigentlich nichts falsch machen. Gibt es in jedem Supermarkt. Jo. Was hast aber du keinen schwarzen Wodka da so verwenden. Nee. Was hast du gerade gesagt, Tobi? 93, ich sagte, kannst du nicht nächstes Mal deinen Kamin mit nach oben oder vorm Computer nehmen und dann ziehst du mal und dann sagst du uns, wie das ist, wenn man vergällt ist. Nein. Ich glaube, das merkst du beim ersten Zug, dass das nicht gesund ist, was du da machst. Super. Vielleicht mal abschießen, den Kopf drüber. Nein, keine gute Idee. Bitte sein lassen. Ich bitte auch darum. Ja. Deswegen, man muss es ja immer leider doppelt und dreifach dazu sagen. Wir sind zwar der Meinung, dass ich sag mal 99% der Leute, die jetzt hier schon seit Wochen treu dabei sind, auch nicht auf so dumme Ideen kommen. Aber den einen, den gibt's immer. Und richtig. Dann heißt es nicht nachher bei den Vapor Friends, habe ich gehört, das geht. Super. Ja, es ist halt nun mal so. Das fehlen noch. Ich hab's auch schon bestellt. Ja, man könnte es auch Evolution nennen, aber natürliche Auslese. Ja, ganz genau. aber genau, unvergeht. Dafür wollen wir nicht verantwortlich sein. Richtig. Nein, den Darwin Award, den sollen sich die Leute schon selber verleihen. Ja. Der Darwin Award, jawohl. Herzlichen Glückwunsch, du darfst aussterben. Das war Hugo Roth, die Leberhardt. War er? Den checke ich auch nicht. Okay. Nee, nicht so ganz. Also, weil da die Diskussion immer wieder jetzt momentan läuft im Chat, im Wodka ist auch Wasser drinnen. Ja, das ist richtig. Wenn ihr aber Wasser zu eurem Liquid dazugeben würdet oder mögt, dann müsst ihr entmineralisiertes Wasser nehmen. Also nicht irgendwo Leitungswasser reinkippen, ihr wisst ja gar nicht, wie viel Bakterien etc. da drinnen sind. Also wenn, dann würde ich nur entmineralisiertes Wasser verwenden. Ja. Destilliertes. Jo. Ja. Was du auch zum Bügeln nimmst, destilliertes Wasser halt. Ja. Gerade hier unser Ratinger Wasser wäre wahrscheinlich nicht so geil, wenn du dann nach zwei Tanks die Keul weiß das Fockalk. Dann was ist noch, noch eine Frage, war, verwendet ihr Ultraschallreiniger? Ich verwende seit jetzt gut 4 Jahren Ultraschallreiniger, 2 Liter Gerät, recht professionelles Ding mit Heizsteuerung etc. Ich schmeiße da, wie gesagt, also da, mal schauen, ob ich das sagen kann, da, ohne dass ich was runterschmeiße. Das ist meine Reinigungsplattform, sage ich jetzt einmal, wo Verdampfer draufstehen, die gereinigt gehören. Die wandern dann allesamt zerlegt in einen Ultraschallreiniger mal für 20, 30 Minuten und die kommen dann blitzblank wieder raus mit reinem Leitungswasser. Jo. Mit reinem Leitungswasser, kein destilliertes Wasser. Nö, reines Leitungswasser. Man muss halt aufpassen, wenn man hartes Wasser hat, also kaltkältiges Wasser, dann am besten einen Tropfen Spüli dazu geben. Es kann beim Glas zum Beispiel sein, dass wenn das Wasser sehr hart ist, dass durch den Ultraschall selbst das Glas zerschlagen wird. Also nicht, dass es zerspringt, aber es wird dann milchig. Wie gesagt, am besten, wenn man hartes Wasser zu Hause hat, also kaltkältiges Wasser, einen Tropfen Spüli dazu, das macht das Wasser ein bisschen weicher und das zerstört dann nicht die Glastanks. Aber ich, bei mir persönlich, nur reines Leitungswasser, nichts anderes. Ich habe extra destilliertes gekauft dafür. Kann man auch nehmen. Bei mir ist es auch Leitungswasser mit einem Tropfen Spüli. Und da reicht auch wirklich, einfach so. Da reicht auch wirklich ein bisschen und nicht Struz, sondern... Tröpfchen. Ja. Da müsste ich auch mal probieren.
Du kannst auch gerne vorbeikommen, zapfe ich dir was von meinem enhärteten Wasser ab. Ja, das ist voll gemein, das ist richtig gemein. Der Tristan hat in seinem, wir wohnen ja, wie man mittlerweile weiß, in derselben Ortschaft. Und wir haben halt einfach, es ist der zweithöchste Härtegrad an Wasser, den es gibt. Nein, nicht ganz. Oder nicht ganz. Ich glaube, Tiefenbruch. Tiefenbruch ist quasi, es kommt schon milchig aus dem Wasserhahn. Ja, ich glaube, es geht bis 25 und wir sind bei 23 oder 24. Aha, an Härtegrad. Und ich bin bei 25. Okay, hast du eine Enthärtungsanlage bei dir, so wie Tristan? Okay, ich nämlich auch nicht. Und bei mir sind die Edelstahlarmaturen nach einmal Händewaschen halt immer weiß. Hör mir auf. Ja. Und das euch Kalgonit organisieren. Jo. Ich dusche nur mit Kalgonit, ey. Korrega-Tabs oder so, man kann es wirklich von der Fliesen runterkratzen. So. Ach so, hier, Raphael, ich habe gerade gefunden, die Wasserhärte im Ratinger Versorgungsgebiet beträgt zwischen 7,2 und 21 deutscher Härte. 21 Grad deutscher Härte. 7,2. Oh. 21. Ja. Wobei 21 ist wahrscheinlich Tiefenbruch und 7,2 ist wahrscheinlich Breitscheid bzw. Lindorf. Ja, keine Ahnung. Also alle, die aus der Gegend kommen und in, ne, einfach so ein Kalgonit-Ding oben in den Duschkopf rein, habt da keine Probleme mehr. Und so, Waschmaschinen leben länger mit Kalgonit. Dosieren Sie nach dem Härtebereich weich für die Ortsteile Lindorf, Eggerscheid, Breitscheid und Hösel sowie hart für alle anderen Ortsteile Ratingens. Jetzt wird's hart lokal hier. Ihr seid richtig hart. Mhm. Carsten schreibt, Wolfgang klopft das Wasser vor, wir nutzen mit dem Hammer weich. Ja. Fleischklopfe für den Schnitzelwagen. Santa Maria. Ja, wir sind beim Singen, Leute. So langsam aber sicher haben wir dann die 3 Stunden doch recht schnell umbekommen. Ja. Trotz der ganzen kleinen Fails heute. Da wir ja mittlerweile immer noch ein bisschen mehr Programm haben zum Abschied, gerade was Videos angeht, hätte ich gesagt, starten wir vielleicht einfach mal langsam mit der Runde. Hat denn jemand was? Ja. Sollen wir einfach wieder Reihenfolge machen und wenn man nichts hat, sag mal einfach, ich hab nichts. Können wir so tun. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach oben an, beim einsamen Wolfi in der Reihe. Juhu! ich habe diese Woche was überhaupt nicht mit Dampfen in Verbindung zu bringen. Ich habe es gestern in die Gruppe gepostet, ich weiß nicht, ob es jemand angesehen hat. Vielleicht kennt der eine oder andere da draußen Sturmwaffe. Ist ein YouTuber, hat auch ein bisschen Gaming-Content gemacht, ganz cooler Kerl und er hat eine neue Reihe, das Lieblingsessen von, und da lädt er sich halt andere YouTuber ein und mich hat's gestern echt zerlegt, also vielleicht war ich einfach auch nur übermüdet, keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich das Video urkomisch. Er hat Annie the Duck eingeladen und ich fand's sau komisch, hat mich zum Lachen gebracht. Deswegen einfach mal reingucken. Ich kopiere es gerade in den Chat. Ja, war lustig für mich. Das war das aus der Gruppe, Gruppe. Aus unserer kleinen, genau. Ah, das habe ich genau 2 Minuten durchgehalten. es hat mich ein bisschen an unsere Gruppendynamik erinnert. Wir sind geiler. Nee. Egal. Würde ich sagen, lieber Bossi, hast du was für uns? Ich habe tatsächlich nichts. Ich weise aber gerne nochmal auf die Versteigerung hin. Wer ist ein Höchstbietender? Ich glaube, irgendein Dampfplauderer TV. Ich glaube, ich kenne die zwar jetzt nicht so recht, aber irgendwie die liegen gerade bei 75 Euro. Da ist noch was drin. Jo. Richtig. Ja, lieber Tobi. Nee, ansonsten hatte ich wenig Zeit, was zu gucken. Sorry. Alles gut. Ich werde auch gerne überboten. So ist es ja nicht. Aber höre ich da schon so einen heimlichen Hilfeschrei? Naja. Oh fuck. Voll über Budget. Ja. Nicht bei Wolfgang. Wir hatten mein heute Budget schon... anders. Oh. Nicht das, was da drin steht. Anders halt. Punkt. Österreich. Ja. Nee, Österreich ist nicht der liebe Tobi, wenn er denn was hat.
Ja, und der JD hatte das ja schon angespoilert und da hatten wir heute ja auch schon mal ganz kurz geredet über die neue Linie vom Tom Clarks. Und der Micha alias Dampfbart hat da heute sein Video rausgebracht. Ich hoffe, jetzt bin ich Admin bzw. Moderator. Ja, letzte Woche hat es nicht ganz geklappt. Ah, super, hat geklappt. Guckt euch das mal an. Ich kann selber noch nichts dazu sagen, aber der JD hat das sehr schön gesagt. Da habt ihr mal wirklich eine geile Beschreibung dann am Schluss. Zum Beispiel, schmeckt lecker. Fand ich mal so geil im Video. Richtig, ich weiß nicht mal, welches war. Ihr werdet es sogar vor mir sehen. Ich gucke es mir nachher nochmal an und mehr fällt mir jetzt im Moment auch nicht ein. Also geht weiter. Der hat es ja auch veröffentlicht während dem Stream hier. Also hat von uns noch keiner gesehen. Vielleicht von unseren Zuschauern schon. Dann haben sie uns ja nicht zugeschaut. Aber jetzt hast du mal die Idee geklaut. Super. Yes! Sorry. Aber sonst wär die höchste Ehre ist es, kopiert zu werden. So, aber jetzt gebe ich zu den schweigenden Christian ab, der mal nichts sagt, komischerweise. Ja. Ich hab nichts. Leider nichts. The next one, please. The next one, please. It's your part. Ja, ist der JD, ne? Ja. Also ich habe jetzt leider kein Video mehr. Ich könnte mein eigenes jetzt hier posten, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wo ich auf zwei Shop-Eröffnungen war. Ein ganz langweiliger Vlog. Aber den findet er, wenn er auf meinem Kanal drauf schaut. Ansonsten vom Dampfparty mal das Video angucken. Ich bin selber gespannt. Das ist, glaube ich, der allererste in Deutschland, wo jetzt das neue Tom Clarks vorgestellt hat. Schmeckt lecker. Dann übergebe jetzt in dem Fall an den Morpheus. Ja, was habe ich für ein Video der Woche? Ich habe von dem lieben Dampfergirl das Helium Liquid Video. Ist halt, nein, ich will es nicht spoilern. Schaut euch das Video an. Mir haben etliche Leute schon angeschrieben, wo es das Liquid zum Kaufen gibt und funktioniert es wirklich so und alles und bi und ba und blub. Aber da bist, also, da bist du spät dran. Das kann ich jetzt nicht mehr veröffentlichen. Ja, kann ich das machen. Das tue ich ja hiermit. Aber ihr wisst schon, wann das Video rausgekommen ist. Nein. Für Leute, die des Lesens mächtig sind, wenn man die Videobeschreibung liest, dann braucht man das Video gar nicht schauen und weiß, worum es geht. Das hab ich jeden nahegelegt, der mich angeschrieben hat, ob man das Video, das Liquid irgendwo kaufen kann und ob man das machen kann. Und, Also ich kann schon mal spoilern, April. Ja. Was ist das? Also April-Scherz-Video, dennoch gibt es den einen oder anderen, der das wirklich für voll nimmt. Ja, aber ist doch mal eine schöne Idee. Also ja, lustig wäre es. So April-Scherze. Hatte Christian Solmecke auch ein gutes Video gemacht. Das hat mit meinen Gefühlen gespielt. Ja. Die haben das anguckt, Artikel 13 jetzt doch nicht durch, abgelehnt und denk, hä? Irgendwas läuft doch schief. Und dann habe ich aufs Datum geguckt und gewusst, okay. Brauchst nicht weiter angucken. Ich erinnere mich nur bei diesem Helium-Liquid nur an das Helium-Bier, ne? Wobei das war lustig. Genau. Wir haben das authentischer gemacht. Ich hab's nie gesehen. Ich hab das Video nie gesehen. YouTube Helium-Bier, Punkt. Ja, nee. Richter, ich kann nicht einen Amazon-Link reinhauen, wegen Ultraschallreinigungsgerät bin ich gefragt worden. Ist ja kein Reflink oder irgendwas und keine Produktwerbung für irgendwas, was in irgendeiner Art und Weise unter die DPD fällt, also eben. Ja, kannst du ruhig machen. Oh, okay. Ist ja zum Brillenreinigen und Schmuckreinigen. Richtig. Ist ein riesenlanger Link, kann ich gar nicht reinposten, weil er über 200 Zeilen hat. Geh mal auf Short. Google einmal kurz, genau. Du kannst es kürzen. Einen Shortlink draus machen. Ach, geht das mit jedem? Ja, klar. Ach, danke schön. Nacken ohne Spacken. Das geht mit jedem. Das Öhrchen ist ein bisschen abgerutscht. Tristan, hast du auch falsch? Ja. Nee, ganz ehrlich, überhaupt nicht. Wie gesagt, die ganze Woche war Attacke und wie gesagt, rumstehen, atmen, arbeiten und Stoff wechseln. Von daher gar nichts. Echt. Gar nichts.
Ehrlich nicht. Raphael, du? Ja, von mir keinen direkten Link zu einem Video, sondern für die Leute, die ihn kennen oder auch nicht kennen, poste ich hier gerade einmal den Namen rein. Behind. Schreibt sich auch, glaube ich, wirklich genauso. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, weil ich möchte gerade Chrome nicht öffnen, da heute der Stream so semi-stabil nur läuft. Auch wenn ihr das vielleicht nicht gemerkt habt. Ich gönn dir. Sondern dann gönn mir mal den Link dazu. Sehr, sehr coole Videos. Alles um Games, allerdings auch sehr viel um Filme und Serien. Und da kann man sich mal angucken, die Movie-Trivias. Also für alle Leute, die auf Filme stehen, sehr, sehr cool, sehr witzig gemacht und auch mit viel Wissen gespickt. Und da denkt man sich im Nachhinein, wenn man so Filme nochmal guckt, die man vor 10 Jahren schon mal gesehen hat, jetzt ergibt das Sinn. Ich weiß schon. Ja, ich habe da für dich reingehauen, das ist der Kanal-Link, ne? Genau. Perfekt. Ich weiß jetzt schon, was ich in circa 2 Wochen als Link der Woche raushauen werde, wenn die neue Staffel Game of Thrones gestartet ist. Oh je. Okay. Gut. Ja, da gibt es richtig coole Analysen und da habe ich schon was im Kopf. Hm. Hört. Gut. Nun, zu so später Stund übergebe ich die singenden Worte an den lieben Bossi. Ich darf heute als Erster. Nein, du sollst singen. Singen? Wer hat an der Uhr? Ist es wirklich schon so spät? Den Rest müsst ihr jetzt weiter singen. Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit den Vapor Friends, Schluss für heute. Und du könntest einfach singen, mit dem Stream ist Schluss für heute, dann würde das auch melodisch besser passen. Ist Schluss für heute. Hey, er beschwert sich immer über mein Rhythmusgefühl und verkackt hier gerade selbst. Ja. Super Sob, ja. Organic Cutten Cord. Super Sob, Cutten Cord. Klingt fast gleich oder so. Ja, aber Christian, hör bitte auf, damit der platzt mir einfach das Autistenherz, wenn ich sowas höre. Ehrlich, du. Das Boah. Autistenherz. Das monkt ihn einfach zu hart an. Das geht ja nicht. Was? Triggert mich zu hart. Oder was? Ja. Alles, diese beiden Dinger. Ich hätte gesagt, Wolfi. Überforderung pur. Ja. Heute ein bisschen später dazugestoßen, hat aber doch noch geklappt. War sehr schön, wie ich fand. Ja, heute wieder ein bisschen sehr freestylig wieder unterwegs gewesen, aber Rafa hat es ja offensichtlich angekündigt, nach müde kommt dumm, dem haben wir, glaube ich, alle Ehre gemacht. Schön, dass ihr trotzdem so zahlreich da wart, geblieben seid, trotz dumm. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich drauf auf nächste Woche, wenn ihr alle wieder fleißig mit einschaltet und wünsche euch noch einen schönen Abend und kommt gut schon mal ins Wochenende, weil es nicht mehr so lange hin, die Hälfte haben wir schon hinter uns und tschüss. So, jetzt ist der Bossi dran, jetzt darfst du dich verabschieden und musst nicht singen. Oh, gut so. Ja, mir hat es Spaß gemacht, liebe Leute, wie immer, wie jeden Mittwoch. Und freue mich natürlich, dass wieder weit über 200 Leute dabei waren. Das ist halt ein Zeichen dafür, dass es sehr stabil läuft, was mich natürlich noch mehr freut. Was der Wolfgang angesprochen hat mit dem bisschen Durcheinander. Ich finde, das macht die ganze Sache noch sympathischer, dass es halt eben nicht so nach Muster läuft, zock, 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 sondern das macht uns eben aus. Das ist auch schön so. Ja, und ich sag's halt wie immer ganz gerne, diesmal darf ich sagen, noch 7-mal schlafen, da sind wir wieder da. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao. Ja. Kennt ihr eure Reihenfolge? Ja. Ach, ja, sagt der jetzt nicht zuhört. Super, Tobi. Ja, ich bedanke mich auch bei euch allen. War wieder ein geiler Abend. Kann man nicht anders sagen, auch wenn ich einmal Technik, einmal Nachwuchsprobleme hatte. Ja, Probleme sind keine Probleme. Nee, war wieder sehr schön mit euch und ich freue mich auch auf nächste Woche. Und das war's dann erstmal von mir. Ich wünsche euch weiterhin schönen Dampf und ab zum nächsten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. War richtig cool mit euch. Ihr habt eine richtig schöne Eigenunterhaltung hier gehabt. Ihr habt euch gegenseitig begrüßt, habt euch gegenseitig so ein bisschen Späße zugehauen. Ihr habt euch gegenseitig Fragen beantwortet, habt eure Meinung geteilt. Alles fair und sozial sehr hochkompetent, so würde ich das Ganze jetzt mal betiteln. gefällt mir sehr, sehr gut und das wünsche ich mir für die nächsten weiteren Streams auch. Was wir in Stream 30 machen, wissen wir, glaube ich, alle noch nicht so genau, aber ich glaube, es wird ein bisschen verrückt.
Noch ich habe da eine Idee, aber da müssen alle mitspielen. Noch verrückter. Wir kennen die auch noch nicht, so viel dazu. Ist richtig. Das ist wieder nur Christians, Christians verrückter Mastermind. Ja, weißt du doch, für verrückte Ideen bin ich immer zu haben, alias Schrägstrich Vapertainment. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Coole Runde. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ich bin auch dabei. Der Abschluss kommt zum Schluss. Achso, okay. Ja, ich übergebe mich an den lieben, wer ist denn jetzt? Er dran? Redet schon. Er hat schon geredet. Ich soll vielleicht auch mal was sagen. Also, nur noch 7 Mal schlafen und sehen wir uns ja schon wieder. Es war heute wieder recht interessant, so wie jedes Mal. Dann übergebe ich auch gleich weiter an den Morpheus. Jo, oh. Auf Vapor Friends Livestream Raute 28 geht zu Ende. Singen hat's geheißen. Ich habe da eine kleine Anekdote von der ERV auf dem Chat vorher gesehen. Und zwar geht es so: Der Morpheus stand vorm Roten Meer, es wogte hin, es wogte her. Er sagt zu mir so: Teile dich, es ist schon spät, beeile dich. Es half kein Fliehen, es half kein Brummen. Wahrscheinlich ist er umgeschwommen. Okay. Euch da draußen vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und ja, schöne Restwoche noch und bis zu dem nächsten Vapor Friends Livestream. Yeah. Ja. Ich bin der Vorletzte, guck mal. Ja, ich weiß. Es war wieder herrlich dumm. Nee, kann man so nicht sagen. Es hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich finde es immer wieder geil. Wie gesagt, knapp gut über, deutlich über 200 Zuschauer. Der Chat arbeitet super wie ein Uhrwerk mit den Zahnrädern ineinander. Ich finde es toll. Ich freue mich auf nächste Woche. Und ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Erstmal. Damit sage ich. Der Raphael. Hä? Nee, der Raphael. Jetzt, erst ich noch. Deswegen sage ich für heute: Ich bin raus. Euer Onkel Klaus. Ah, ja, fast. Onkel Klaus. Sehr gut. Ja. Ich bin raus, euer Onkel Klaus. Und jetzt kommt mein Schatzi. Ja, von mir auch wieder. Vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart. Im Schnitt waren es heute eigentlich den Abend durchweg wieder 230 richtig, richtig coole, geile Zuschauer, also eben mir. Hat mir auch wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr entschuldigt die ein oder anderen kleineren technischen Probleme heute oder auch die ein oder andere Eskalation. Ich hoffe, ihr habt diesen kurzen Moment der Ruhe zwischendurch genossen. Also ich fand ihn persönlich ganz angenehm. Ich habe auch die Jungs für mich selber leise gedreht. Entschuldigung. Alles gut. Das war es nicht nur du in diesem Fall, Christian. In dem Sinne würde ich einfach sagen, ich freue mich auf nächste Woche, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ja, in 7 Tagen sehen wir uns schon wieder. Und die letzten Worte nun vom lieben Christian. Wenn euch dieser Stream gefallen hat, dann lasst doch ein Like nach oben da oder ein nach unten. Abonniert die Kanäle, die wir nachher noch verlinken und damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, willkommen zu den Vapor Friends. In diesem Sinne, dampfen wir uns nach raus und dann hoffe ich mal, dass ich den Stream auch beenden kann, weil auch Streamlabs gerade ein bisschen rumzickt. Sonst machen wir einfach weiter. Wir probieren es. Ciao, Leute.